Hallo und herzlich willkommen zu Das P steht für Puffel Folge 3 zur SPL Season 10. Den 10. Ja, das ist eine schwere Zahl, kann man sich nicht so gut merken. Diesmal wieder mit Franklin. Hallo Franklin. Technically ist es ja sogar Folge 5, aber. Na. Wieso hat der keine Recover? Wir nehmen Oh, verdammt. unter der Woche auf. Die beiden sollten jetzt am besten aufhören, Random Battles zu spielen. Ja, habe eh verloren. Ja, und wir haben heute halt ein bisschen Ausblick auf heute. Die reguläre Season ist vorbei. Wir reden kurz über HD7, wie wir so in den Tabellen alles predicted haben. Ja, und wie die Playoffs so aussehen, was wir denken, wer die Liga gewinnt. Und deswegen reden wir auch erst über HD7, weil es da am wenigsten halt für zu sagen gibt. Einmal die Liga stand seit 4 Wochen aus ist. Genau. Genau. Ich würde sagen, wir können auch direkt mit HD7 starten, außer von euch hat jemand noch was? Eigentlich habe ich nicht. Nicht. Das ist schön. Also, hat euch irgendwas besonders überrascht in HD7? Seid ihr da irgendwie. Ja, das Hexagon ist weiter geworden ist. Das hat mich überrascht. Das Hexagon um den basically um die Kills die Liga verpasst hat, den Ligasieg verpasst hat. Mich tatsächlich auch extrem. Also sieht man auch, wenn wir auf unsere Predictions so schauen, weil Hexa hat Und irgendwie, wenn, ja, hat keiner über wie gesagt, 5 getippt. nein. wenn diese Regel anders wäre, wo wir uns auch noch nicht ganz sicher sind, wie wir das jetzt machen für nächste Season, mit direkter Vergleich und Kills, wo wir noch diskutieren, es ist diese Season, ist es tatsächlich Kills. Und das war halt, ist direkt zweimal in Ja. wichtigen Positionen zum Kontor geschlagen, wie auch hier. Und ja, dann hat einfach Corny mehr Kills und demnach die Liga ja ganz, ganz knapp am Ende noch gewonnen. Ja, und ich meine, bei Corny hat man eh mitgerechnet, dass Hexagon halt so gut ist. Liegt, glaube ich, einfach auch mit daran, dass, ich meine, wir haben es ja eh auch damals schon erwähnt gehabt, bei der Prediction, dass Hexagon eigentlich auch relativ fehlerfrei, also nicht. Also eigentlich relativ so solide spielt und sich solide preppt und sich so Mühe gibt. Aber wir haben halt wahrscheinlich nicht gedacht, dass er dann doch wirklich eben quasi auch in so viel Progress machen kann, im Sinne von, dass er auch die Liga eben gewinnt, Also also nicht gewinnen kann, aber so gut abschneidet und halt 6 aus 7 Games gewinnen kann. du merkst ja auch richtig bei dem, dass er auch richtig Bock hatte auf die Liga. Der ist ja dann noch eingesprungen, noch für Xado, der sich am Ende dann auch einfach nicht mehr gemeldet hat in der anderen Liga. Also der hat halt einfach Spaß an Mons, glaube Man ich, hat gerade Romy gehabt. geschlagen, oder? Nee, Man hat fast. Romy doch Nee, gewonnen. klappt nicht wegen PP. Wegen Toxic Rogue. Goat, goat, goat. Echt. Aber das war trotzdem eine ganz, 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 ganz enge Kiste trotzdem. Und das Romy besiegen ist ja auch nicht mal so eine. Schafft ja auch nicht mal jeder. Und ja, wie gesagt, ich finde schon, dass Hexagon einfach ist. Also man hat schon gemerkt, der hat Lust, der hat sich gut Mühe gegeben, hat sich gut gepreppt und dann halt auch wirklich solide gespielt und das reicht halt für HD7 aus, um da halt eben eine Ja. große, einen guten Tabellenplatz zu Dann haben. hast du Ist eben halt aber schon Arsch, dann noch wegen fucking Kills zu verlieren. wegen 3 Kills, Ja, ja. natürlich. Wegen 3 Kills, vor allem, wie gesagt, ich bin ja da auch immer noch der gleichen Meinung, als nächstes Team könnten wir es vielleicht anders machen, aber wie gesagt, da es einfach so in den Regeln waren, sind eben die Kills ausschlaggebend. Weiß ich halt nicht, weil irgendwie weiß immer noch nicht, wie viel du dafür kannst, wenn du jetzt am Ende gleiche Differenz hast, aber weniger Kills. Also Ja, ja. er hatte einfach Games sehr solide gewonnen und dann dafür bisschen höher verloren als Corny. Und das war halt jetzt mehr oder weniger das, was ausschlaggebend war. Also halt das eine Game gegen Josh, wenn er es nicht später 0-4 verloren hat. Dafür hat er teilweise sehr, sehr hoch, sehr gut immer gewonnen. Also mit sehr hoher Differenz, aber das hat es dann auch eben auch nicht mehr ganz gereicht. Dann hätte noch einen Differenzpunkt gebraucht. Ja. Ja, aber an der Stelle erstmal würde ich auch sagen, Glückwunsch an Corny, dass sie die Season Eben, gewonnen hatte. ja. Also hat mich Ja. durchweg, ich stand ja, glaube ich, 6-0 bis zum letzten Spieltag gegen Hexer und hat dann gegen Hexer verloren. Ja, War es nicht was aber sogar auch so, ein relativ sie spannendes Battle einfach war. immer Ja, Erster war? ja, Also über die immer, ganze ja, Zeit? Ich immer, glaube, die hat ja. ja auch reingestartet einfach dadurch auch, Aber dass sie mal gegen gucken. Rot gespielt hat. Ja, Ja. war ja eh schon klar, dass du halt dann durch Differenz auch am ersten Spieltag an der Spitze stehst. Ich glaube, dann hat sie einfach durchgängig den ersten Platz behalten und dann nicht mehr hergegeben, bis am letzten Spieltag fast. Ja, Aber ja, ein Differenzpunkt wir dann halt. halten ging es eigentlich sich halt nur aus. fest, dass Hexagon nur das erste Game verloren hat und alles gewonnen hat. Kronherz umgedreht gemacht. Genau. Ja, genau.
Eigentlich gute Season. Ich meine, man hat auch schon so ein bisschen damit gerechnet, dass da bei Corny auch wirklich, glaube ich, einfach von allen, die dieser Liga spielen, sich da auch nicht nur fast mit Hexagon wahrscheinlich die meiste Mühe gibt, aber auch einfach, was das Knowledge angeht, wahrscheinlich einfach am besten unterwegs ist von allen, die mitspielen. Man munkelt übrigens, das sind Insider-Infos, die ich habe, dass Corny Age Pokémon beibringen möchte. Was? Was? Oh, das ist so eine volle. Da kannst du auch gleich ans Rand der Welt segeln. Corny möchte Pokémon beibringen. Es geht hauptsächlich darum, was die neuen Mon zu können, aber das ist Infos, die ich von Age erhalten habe, als er mal im Talk war. Bin ich auch mal gespannt. Pokémon beibringen ist ungefähr, er funktioniert ungefähr ähnlich gut, als mit Age versuchen, eine Kickbase-Handlung zu führen. Gar nicht. Nein. Wie kommst du darauf, dass man mit Age keine Kickbase-Verhandlungen führen kann? Keine Ahnung. Der Fall. Ja, also, ja, da kannst du auch gleich nach der Ende der Welt suchen, wenn du runterfällst, you know. Ja, es geht mainly darum. Es geht mainly genau. Stimmt. Nee, es geht mainly darum, dass er checkt, was die neuen Mons halt so können. Okay. Ja, das Problem ist, da kommt ja auch gefühlt jedes DLC was Neues dazu. Ja, aber jetzt kommt ja erstmal wieder ein Jahr nichts. Ja, auch kurz sagen. Ja. Man hört immer ein Jahr, um die neuen Mons zu lernen, bis da neue kommen. Ja, und ganz echt, die 5 Mons, die dann dazukommen, wow. Das ist halt echt nicht viel. Es kommt ja erst mal irgendwann halt. Kommt ja möchtest du Und Lucario, möchtest du nochmal erwähnen, wer Corny auf die 1 getippt hat und wer nicht? Ich möchte eigentlich nicht erwähnen, wer Corny auf die 1 getippt hat und wer nicht, aber auf die 1 getippt haben Corny Greninjium und Franklin. Ich würde gerade sagen, hat Franklin die nicht auch auf die 1 getippt? Hä, ich habe sie als klarer Favorit die ganze Zeit bezeichnet. Wer mich ein bisschen enttäuscht hat, war Josh. Da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Ich meine, ich kannte Josh nicht. Da. Ja, aber ich habe ihn auf die 1 getippt. Ich habe ihn auf die 1 getippt. Ja, aber wieso? Er ist ein No-Name. Woher weißt du? Ja, weil er von Batzi kommt. Weil er von Batzi kommt. Das ist eine kurze Frage. Batzi hat so... Ja, hat einen Spawner von Pokémon-Spielern. Ja, das ist zwar wahr, aber trotzdem. Wir haben den doch alle auf Platz 3 getippt, außer du, glaube ich, oder? Ja, wir haben auf die 1 getippt. Ich habe ihn auf die 3 getippt. Nee, ihr habt den alle auf die 3 getippt sonst. Okay, cool. Ich bin der Imposter, aber ich sag ja mich enttäuscht, ich sag ja nicht allgemein enttäuscht. Ich dachte auch Hardy performt besser, so 4-3 fand ich schon ein bisschen schwach eigentlich, also von beim Sohn jetzt auch mal, Man muss halt auch dazu sagen, ich glaube, diese Saison gab es auch mit Hexagon, Corny und halt Josh drei Spieler, die sich auch die nicht Age, sondern Brot heißen, so ungefähr. Würdest du sagen, Franklin in der Liga, wo Corny, Hexagon und Josh sind, dass die nicht Hardy, sondern End und Age oder Brot sind? Das ist die Aussage, die du tätigen würdest. Also, hier kommen doch nur gute Aussagen. Ja. Aber nein, also keine Ahnung, ich finde es halt zwischen Josh, vielleicht kann man Josh auch schon darunter nehmen, zwischen ab Platz 2 und darunter ist so ein klarer Qualitätsunterschied, you know? Ja. Und das hat man diese Season halt auch gemerkt. Ich finde unter Hardy eigentlich, aber ja. Ich hätte auch eher gesagt unter Hardy, weil Hardy ja eigentlich auch nicht so schlecht ist. Ja, nee. Man sieht es ja auch, ich kann ja auch allein droppen, direkt runter auf 7, so. Ja, also, kann man dazu zählen. Also ich finde persönlich, dass du die ersten 4 ganz auch einfach, weil einfach von dem, was sie quasi sind, die ersten 4 Leute haben schon ein bisschen Ahnung von den neuen Mons und wissen ungefähr, was sie machen, wissen, wie sie sich preppen müssen. Und die unteren 5 bauen halt random irgendwas. So in dem Sinne, also. Ja. Genau. Ich meine, Sanan hat man, glaube ich, schon erwarten können mit dem Team, dass das nicht ganz so gut läuft. Gut. Ja. Was? Ursaluna ist nicht broken? Was? Meint ihr, Ursaluna ist im Nuttex besser als in Genacht? Warum sollte? Das ist also die Diskussion. Erinnert ihr euch da nicht mehr dran? Nee. Das ist die Diskussion, die ich aufgemacht habe am Anfang. Da habe ich gesagt, Ursaluna ist in Nuttex besser als in Genacht. Habt ihr mir alle gesagt, das ist kompletter Bullshit und das ist kompletter Schwachsinn. Mimi. Und jetzt hat keins von Ursalunas irgendwas gemacht. Also, ja, aber nee. Kann ich mich nicht an die Diskussion erinnern. Zweitens ist es Gen 9. Meine ich ja, sorry, ja. Und drittens, ich verstehe es immer noch nicht.
Ja, ist ja auch okay, ihr müsst mir auch immer noch nicht zustimmen. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich möchte anmerken, also zumindest das Ursuluna von Lackfee hat immerhin 9 Kills gemacht, war sein bester Killer. Also ich finde in dem Sinne. Oh, und wie viel ist Lackfee denn geworden? Ja, ey, aber es ist ja auch so, wenn du jetzt sagen kannst, wenn du jetzt Pool zu Brot schiebst, macht der auch nicht 100 Kills. Und ist der jetzt schlecht? Wahrscheinlich nicht. Nee, aber Noah hat in Ursaluna, Rudi hat in Ursaluna, Sandan hat in Ursaluna. Nee. Weiß er nicht. Ich rede gerade von das normalen Ursaluna. Dass das Ursaluna Blut nicht oberhalb ist. Ich rede nicht davon, dass. Also ich finde persönlich, dass Ursaluna ist okay, ist man. Ich finde aber nicht, dass Ursaluna Blut Mund Bumworthy ist. Das ist nicht. Ich finde es beide. Nein, das auf gar keinen Fall. Das auf gar keinen Fall. Aber dass Rudi da um die Ecke kommt und sagt. Bro, der nur Leather spielt. Oh, Ursaluna ist so ein Bumper. Yeah. Gut. Excalibur und Ursaluna. Ich wollte ehrlicherweise jetzt auch nicht mal Diskussionen aufmachen. Ich wollte es nur anmerken. Ich wollte nur halt nochmal sagen, dass Sanan halt damit überhaupt nicht klargekommen ist. Und das hat sich halt abgezeichnet schon. Ich glaube, das war aber von Anfang an klar, wo er das gepickt hat. Das wurde, glaube ich, sogar schon im Draft erwähnt. Ja, achso. Und ich möchte allgemein klar, dass der Kader nichts für Sanan sein wird. Und ich möchte ich möchte auch anmerken, dass warum ist Ace Differenz eigentlich minus 5? What the fuck? Anyways. ich möchte anmerken, dass nachdem Age nicht mehr ein Team gebaut bekommen hat, hat er nur noch gegen Brot gewonnen, ja? Also Age ist schon. Warum hat er aber ein, zwei solide TPs? Aber dein Pfeife. Ja. Oh, Trick Room Bronzong Indu Bandit Mini Kong fand ich schon geil. Das war schon fire. Also, Age ist schon immer harte Kost, ehrlicherweise. Also, der hat schon immer so. Ich meine, Age ist halt einer, der möchte immer edgy sein. Wenn Age einmal im Leben nicht edgy ist, ist es halt direkt langweilig. Und ich meine, das ist gut, weil dann hat er immerhin kein langweiliges Leben. Aber manchmal sollte man auch manchmal die einfache Route wählen. Und das hat Age wirklich gemacht und damit Age weiß auch gar nicht, wie man die einfache Route wählen könnte. Das ist das Problem. Und demnach, lief es nicht so gut. Da hat er auch kein langweiliges Leben. Ren, würdest du also sagen, Age hat keine langweilige Route? Was? Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Was? Nein. Okay. Was? Das freut mich. Na dann. Ich gucke gerade, aber eigentlich ist Sandans Kader bis auf Ursaluna für Sandan ausgelegt. Na gut, aber das hat geht, der letzte war besser. Ja, aber was ich trotzdem nicht verstehe. Aber Ken redet doch rein. Ja. Will nicht, ne? Schau ja ab. Okay, Spaß. Nee, keine Ahnung. Okay, warte kurz. Was? Nein, bitte tu's nicht. Ich bin verwirrt. Macht einfach weiter. Okay. Ja, gut, dann sage ich halt nichts mehr zu Sandans Kader, will ich auch nicht. Und du kannst was zu Sandans Kader machen, mach ruhig weiter. Ja, der Kader ist halt auch für Sandan ausgelegt, so keine Ahnung, bis auf Ursaluna, keine Ahnung, die offensiven Mons, Alge, Typhlosion, zähle ich jetzt mal einfach dazu, weil du den offensiv spielen kannst. Mhm. Admurai und Slytherin sind ja alle wieder so Sandan Mons, außer dass man vielleicht Typhlosion mit Eruption spielen sollte. Hat er ja dann gemacht am Ende. Ich glaube, man sollte Typhlosion gar nicht spielen. Nein, der Hisui-Dings ist schon okay. Was hast du jetzt gegen den normalen? Ja, ist halt DPG. Normal ist halt. Ist halt DPG. Aber du sollst den halt nicht sechsmal bringen. Das ist das, was ich dir sage. Nein. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Gut. Ich möchte auch noch anmerken, dass Brot sich tatsächlich einen Sieg ermausert hat gegen Hardy. Oh, ist auch eine Überraschung, aber Brot holt immer irgendwie einen Win, das ist ja lustig. Aber gegen Hardy so, als er mit... Das erinnert an Season 2, hat er eigentlich auch gegen Hardy einen Win geholt? Ja, aber das war doch... Das war Richard Rudi. Brot-Ghosting, oder nicht? Das war Richard Rudi, ja. Ja, ich würde gerade sagen, es war Brot-Ghosting-Exen. Gut. Aber sorry, er sagt noch was ruhig. Was ich halt schon interessant finde, ich finde es schon so krass, wie Brot das schafft, dass er immer jedes Game so ab Turn 1 verloren hat, aber ein Game, das diesen gewinnt er dann plötzlich. Und das ist dann auch relativ okay und dass er auch nicht so komplett so lucky, sondern auch den gewinnt er dann auch einfach recht solide. Ein Game entscheidet sich, okay, das gewinne ich jetzt solide. Ansonsten hat er jedes Game direkt nach Turn 1 verloren. Ich verstehe das nicht. Wie ein Game immer gut sein kann. Er hätte auch fast gegen Sandan gewonnen noch. Aber direkt
Ja, okay, gegen Sandern stimmt, ja. Aber war übrigens mein Game der Season. Games, ja, das war wild. Da können wir vielleicht später auch nochmal drüber reden. Aber ansonsten jedes Game direkt Turn 1 wegwirft. Das ist so komisch. Ja. Ja, nee, ich wollte jetzt euch ein bisschen erzählen, was ihr so getippt habt am Anfang. Ich weiß, Endon war mal besser, nur als Info. Endon war mal besser. Und zwar, die schlechtesten Tipps aus HD7 hat ein gewisser Herr Lucara00 gemacht. Mit, ich habe genau eine Person richtig getippt. Das war Brot auf der 8. Sonst so, schlechteste Tipps von mir waren wahrscheinlich... Ja, es ging. Ich war eigentlich immer nur einen Platz off, außer Hexer auf der 7. Aber ich so. Hexer war... Also dann ja. Halt so Josh... Josh habe ich eigentlich auf die 1, Hardy hatte ich auf der 2, so. Aber ja. War das Problem an Hexer nochmal? Ich glaube, das war einfach nur, dass man ihn nur in diesen Standard-Ligen, sage ich jetzt mal, gesehen hat. Und da hat er halt leider nicht so gut performt. Also so ja, wie noch genau. Performt diese Season. Genau, oder Genau. Er spielt halt einfach below average und das reicht halt. Also das ist halt so, wenn er below average spielt, heißt das, dass er keine richtig schlechten Games hat, was in dieser Liga gut ist, aber wenn er halt einfach immer unterdurchschnittlich spielt, halt so ähnlich. Also ich finde, man kann ihn schon ganz gut mit Nox vergleichen. Und dann halt einfach wirklich eine schwere, gut besetzte Liga da ist, dann ist halt schwierig, so wie in der anderen, jetzt in der echten Liga. Also, ja, da finde ich, hat Franklin schon recht. Das stimmt schon, ja. Die zwei schlechtesten nimmt halt Shadow gemacht. Hat zwei richtige. Cool. Dein richtiger Tipp war ebenfalls Brot auf der 8 und Josh auf der 3. Highlights von deinen Tipps sind, glaube ich, Sandern auf der 2. Ja, ja. Und Corny auf der 4. Ja. Ich glaube, sonst sind da auch nur so ein paar Platzierungen ein bisschen auf Hexer halt, aber Hexer haben wir alle recht niedrig angesiedelt. Wie gesagt. Die zweitbesten Tipps aus HD7 hat Franklin gemacht. Oh. Mit 4 richtigen. Also verdoppeln wir uns jetzt immer? Nee, dann hätte Gren ja alles richtig. Ja, habe ich ja. Also, nein, Hexagon und ich habe wahrscheinlich 6 richtige. Oder Hexagon mit jemand anderem. Das sehen wir dann. Du hast richtig Corny richtig? Josh richtig? Ja. Habe ich mich verzählt? Ist Anton oder H richtig? Rot richtig? Ich habe mich verzählt. Du hast tatsächlich nur 3 richtig. Ja, passt trotzdem. Okay, steigen wir uns nur um 1. Also du hast, ich, ja, ich hab in der Tabelle, ich dachte, Anton wurde 7. Alles gut. Nee, Anton wurde 7. Nee, Franklin hat nur 3 richtig. 7 Punkte? Ja, Franklin hat nur 3 richtig. Machst du das Game? Das Game war toll. Wie gesagt, Corny habe ich halt zu Anfang sowieso mal als Favorit gesehen. Deswegen. Ja, also Corny, Josh und Brot. Und dann natürlich, das werden wir vielleicht heute noch das ein oder andere Mal hören, dass Gren die besten Tipps hatte. Corny auf der 1, Josh auf der 3, Hexer, Endon auf der 6, Age auf der 7, Brot auf der 8. Das ist das, was du richtig hattest, mit 5 richtige. Die meisten hatten aber halt wahrscheinlich Age und Endon einfach vertauscht, oder? Wo Hexer war da halt noch unten und das Brot, das Gren halt Hexer auf der 5 hatte. Ja. Ist halt, ja. Höher als wir alle. Ich habe halt Hardy auf 2 gehabt, glaube ich. Hexer auf 5 und Sandern auf 4. Ja, aber so richtig witzige Sachen waren da jetzt nicht dabei. Kommen wir später noch dazu. Scheiße. Ja. Wie denke ich die Kürang ist? Da wollte ich gerade drauf eingehen, ja. Oh, darf ich kurz was von mir anmerken? Ja. Ich habe vor uns durch die Karte durchgeguckt. Da war Hexagon. Und er hatte insgesamt von 7 Games mit Traga 5 Kills gemacht. Und jetzt ratet mal, wie häufig der dabei war. Ah, zweimal. Zweimal, ich war so. Alter. Deswegen hat er die Liga also nicht gewonnen. Zwei von 7 Mal. Das ist schon heftig, Alter. Also ich glaube, Pool ist einfach im Latex besser. Ja, ja, halt die Fresse. Aber was ich auch geil finde, ist, wie schafft es Age, das hab ich so auch schlecht gefragt. Zu sein und plötzlich zwei, also einfach trotzdem zwei Platz. Pass auf, Gren. Killer auf Platz 2 zu haben. Gren, es ist Kleindienst und Beste. Ich will auch geil. Platz sagen. Das habe ich aber auch gesehen. Unterwegs in der Truhe, glaube ich, große Pro-Tops genommen
Und Arcani kannst du eigentlich nicht verkacken, außer du spielst Agilität gegen ein Water-Team oder gegen Watermann. Und Agility WP. Nein. Oh, war das schlimm, Alter. Ja, war. Aber wir haben ein paar Mons auf 9 Kill, das sind ein paar zweite Plätze, so. Ich würde gerade sagen, aber ich hab doch was Witziges gesehen. Rex Blizzard, fucking 7 Einsätze. Was hast du angerichtet? Welches Blitzer? Rex Blizzard. Achso, Rex Blizzard, warte mal. Wo ist der? Warte, von Corny, nicht? Der hat jedes Game gewonnen, wo er dabei war, ich kann das nicht. Und Corny hat einfach... Nee, der hat gegen Hexer verloren. Nee, der war gegen Hexer nicht mit. Aber warum ist der dann eingetragen? Achso, 7 Einsätze, 7 ist ja jedes, warte mal. Ja. Der hat jedes Game mit, ach du Scheiße, warte mal, ich dachte, wer einzig mit. Ich kann das alles nicht mehr. Rex Blizzard ist der beste Spieler der Liga. Du wirst bald echt so wie Turzog. Oh mein Gott. Achso, ja. Heereshalb. Sorry? Ja, der muss jetzt einfach so wie Turzog. Das ist jetzt ein ganz klares B-Mon. Ja. Yep. Und Sneebos hat 3 Einsätze. Das Geilste ist noch. Ich habe ja vorhin den alten Podcast ein bisschen rewatcht, weil bei uns ist ja heute Schule ausgefallen, weil unsere einzige beiden Stunden, die ich heute hatte, der Lehrer hat Corona. Das heißt, ich war halt zu Hause, das heißt, ich habe halt meinen alten Podcast durchgeguckt, vom ganzen Anfang, und da habe ich nämlich noch über Fingeln lustig gemacht, als er gesagt hat, ja, also es gibt ja schon so ein paar Dämons, die ja wirklich auch immer einen guten Purpose haben, und das erste Mal, was er dann nennt, ist Rex Blizzard. Ja, okay. Und da habe ich mich noch über lustig gemacht, dann kam der jetzt wirklich da jeden Spieltag, ich pack das nicht. Weißt du musst dir so vorstellen, Bro, weil wir haben da über Hisui Baldorfisch geredet und dann hat Fängeln so als erstes Mann, was auch immer den Purpose hat, hat er einfach Rex Blizzard genannt. So, und dann war ich halt so ein bisschen. Haha, Rex Blizzard. Ja. Und was ich auch cool finde, ist, dass Ursa Luna wahrscheinlich doch gar nicht so schlecht war. Also. Er hat einmal an 5 Kills geholt. Das war wahrscheinlich. Ja, aber trotzdem 2. Spieltag 3, Spieltag 5 und Spieltag 6 und ich gehe davon aus, das waren auch Wins. Ja, beim Nadex ist wahrscheinlich. Aber im Nadex ist der besser. Darf ich mal kurz was ansagen? Pass mal auf. Wie mal nach hier würde ich das mal vergleichen. Gegen dumme Spieler rastet der einfach aus. Seht euch mal das mit Mana. Okay, wen hast du gerade dumm genannt? Dich. Spieltag 6. Ja, okay, Brot. Gegen wen hat der Mana Brot? Bei Sandern weiß ich es nicht mal. Bei Sandern hat gegen... Kann ja nicht auch gegen Sandern. Er wird noch Anton dumm genannt. Ja. Nein! War doch letzter. Aber wenn Anton jetzt noch... Dann muss ja Anton jetzt gut spielen, haben wir herausgehört, oder? Stimmt. Gegen Leute Niklas ist auch eine Premium-Version von Nox. Ja. Nein. Ging dann auf Franklin-Aussage. War es auch. Obwohl, könnte auch du droppen. Nein, es war Franklin. Kittler baut ja doch du droppen. Stimmt also, nicht. Hättest du nicht einfach irgendwelche Zitate aus dem ersten Podcast nehmen können? Ich hab doch so, ein paar dabei. Ja, okay, true. Aber ich hab nur geile Zitate von dir tatsächlich. Das, was ich so beim Squishskim gehört habe. So von mir? Ja. Das meiste, was ich hatte, war von dir. Gut. Heres heißt, glaube ich, ein bisschen auffällig. Sonst Ogapon Rock von Cornier. Einmal 6, einmal 4 geholt. Ja. Haben die aber nicht mal bandet? Ich glaube nicht, dass Ogapon Rock. Achso, so. Ja, Dozo war am bandet mit. Ja, einmal. Ja. ich glaube nicht, dass Hati den Band gebracht. Doch, einmal. Echt? Gegen Brot. Ah. Glaube ich. Red Curse. Ja, okay. Gut. Also, nur mal, dass Reus sich wieder abfahren kann. Ogapon Rock auf der 1. Ist immer noch das schlechteste Ogapon in meinen Augen nach dem Grass. Aber, ja. Das Grass, ja. Das Grass ist schon... Ja. Das Grass ist Arsch. Das Grass ist schon nicht so geil. Also wenn wir schon mal über Ogapon reden, ich finde, das Feuer kommt offensiv viel noch geiler rein mit seiner Moldbreaker-Scheiße. Ja, ich... Keine Ahnung, ich bin immer noch ein größerer Fan von dem Wasser, aber... Ich bin auch einfach das Wasser, einfach weil du das so geil reinswitchen kannst, weil die Typen kommen ja auch noch defensiv alles macht. So. Schön, Franklin. Schön, Franklin. Ich kann es wenigstens reparieren im Gegensatz zu euch. Ich hätte auch einfach die Rücktaste drücken können, so schlau wäre ich auch noch. Gut. Ich glaube, das hat man jetzt im Podcast gesehen. Ja, hat man. Ja, klar.
Hättet ihr noch eine Sache von HD7, die ihr besonders herausheben wollt, so irgendwas? Also klar, Brot Sandern war das geilste Game, mal wieder ja. Mit zwei Freezes und der eine Freeze gecallt war so, von Sandern so. Und so. Ich möchte anmerken, dass wir seit langem mal wieder einen Unentschieden hatten. Stimmt, ja. Auch Sandern beteiligt. Ja. Sandern ist immer da. Waterbälle alle Highlights der SPL ich kommen hab, immer mit Sandern. Immer ich hab noch ein Highlight. Yeah. Was denn? Wir haben, hatte Krook diese Season Lock, ich glaube, hat ja. Lock. Ja. Aber den nicht einmal zu bringen, ist schon krass. Mhm. Wer ich hatte Krook? Ich guck gerade, welche Mons nicht dabei waren. Gravoloro, okay, kann ich verstehen, ist zwar witzig. Aber Luxtra, verstehe ich definitiv. Und dann sehe ich Krook. Ja, aber Conny hat der offensichtlich Krook nicht gebraucht. Weil, ja, das ist, ja, scheiß, das ist klar, aber... Also, keine Ahnung, aber trotzdem in 7 Games nicht einmal Krook bringen, ist schon... Komisch, ja, aber ja, sie hat ja gewonnen, also alles gut. Übrigens, Franklin, was sagst du zu Epita vom Endorn? Du musst ein bisschen weiter runter scrollen. Ich glaube, Epita ist das beste Pokémon auf diesem Planeten. Habt ihr nicht gesagt, dass der offensiv gut ist? Also, Tass. Ich glaube, Epita ohne Rage ist auch finished eigentlich. Ich hasse Epita ohne Rage, ist gut. Ja, aber Endorn ist auch der schlechteste Spieler der Liga. Stimmt. Musst du nochmal sagen, weil dann... Er stellt es wieder der ganzen Conference. Oh, das war halt der geilste Zitate. Okay, gut. Auch von Franklin. Ja. Gut. Nee, auch von Franklin. Nee, das war, glaube ich, HD7. Nochmal hier Glückwunsch an Corny. Auf jeden. Und, also dürfen wir das jetzt von Corny 7 nennen? Es ist Corny 7 nächste Season, ja? Yep. Nächste Season, aber diese Season ist es ja auch nur... Noch ist HD7, ja, aber nächste Season ist dann Corny 7. Ja. Bin auch mal gespannt, was bin auch mal gespannt, was wir aufs Logo bekommen. Ich hab irgendwie das Gefühl, das geht Richtung Rex Blizzard oder... Wehe, du redest ihr Rex Blizzard ein. Oh, ich red ihr sowas von Rex Blizzard ein. Wenn sie Rex Blizzard nimmt, frage ich sie, ob ich noch ein Sandslift dazu meinen darf. Oder droh einfach, wenn du... nein, das sage ich jetzt nicht lieber. Nicht, dass das irgendwer hört und ich dann Ärger bekomme oder so, keine Ahnung. Warte, was wolltest du, was? Alles gut, ich kann... Ah, ich kann's nach dem Podcast sagen, alles gut. Okay. Nee, keine Ahnung, was sie nimmt. Oh, nicht. Maybe auch Rogaporn, weil bester Killer oder so. Ich kann mir auch Volcanion vorstellen. Volcanion. Ja. Wir werden's sehen. Ja. Wir werden's sehen. Gut. Und damit schalten jetzt die Leute von HD7 ab. War schön mit euch. Außer, ja, Roy, du bist Roy. Ja noch, Roy ist ja noch da, ne, Roy ist auch nicht HD7, Roy ist ja noch da, das heißt, wir fangen jetzt, wir müssen ja eigentlich die Zuschauerschaft binden. Eigentlich müssen wir doch die Antikonflikte erstmal nehmen. Wie binden wir jetzt die Zuschauer? Ja, aber Roy hört sich eh alles an, das ist wir egal. Müssen einfach okay, dann nicht. Ja, hallo, Seeschaum kommt von Wir müssen jetzt einfach mit der Conf anfangen, wo King God Nicknast nicht drin ist, weil der hört sich ja auch an. Ja, stimmt. Ja, stimmt, genau, wir müssen Zuschauerbindung machen, ja. Die Hotstime rein da. Ja. Also genau. Fragen wir, welche ist das? Seeschaum. Schlägerei-Frage. Die kranke Alter, diese absolut geisteskranke Konferenz, was da am Ende nochmal passiert ist. Die Antwort war aber auch nicht knapp. Ja, das glaube ich schon auch so mit die knappeste SPL-Season, die wir bis jetzt hatten. Ich glaube überhaupt, wir hatten das noch nicht, dass zwei Conferences nochmal so knapp sozusagen die Playoffs, ich muss glaube 75 vier stellen. Leute so knapp in die Playoffs rein konnten. Ja. Ich glaube, das hängt dann auch ein bisschen damit zusammen, dass es halt dieses Mal nur 9 Spieltage waren. Weil bei 11 Spieltagen kannst du halt nicht schon, wenn du ein bisschen besser bist, ist die andere für klar absetzen. Ich glaube, dass dann auch dieses Mal skilltechnisch alles sehr nah. Ich glaube auch, dass diesmal keiner so dominant war wie Rocky oder so. Ja. Okay. Rogi auch zwei loses. Schlecht. Ja, Rogi ist echt. Reden wir jetzt schon? Ne, wir reden noch nicht über Rogi, oder? Nein, wir reden noch über Rogi. Nein, ich hab nur gesagt, dass es diesmal keinen so konstanten Spieler in der Liga gab, wie Rogi sonst immer. Ach so, ja. Weil, wenn man so nachguckt, jeder Platz 1 hat mindestens 2 Niederlagen. Stimmt. Und Gren war eh nicht konstant. Hey, ja, BVB. Hey, ja, BVB. Wir sind alle am Bord. Gut. Also, unser Herz verloren. Okay. Ich fand Docs unrecht konstant, wie er immer verloren. Wer hat Levinho aus den Playoffs gekickt? Wer hat Levinho aus den Playoffs? Nox. Oh, ich liebe Nox dafür.
konstant gespielt. Ja. Konstant gut. Immer das gleiche. Aber ich glaube, am Ende, legit, ohne Witz, ich glaube, am Ende hat er versucht, ein bisschen progressiver zu spielen. Ich weiß nicht, ob er irgendwas verschenkt hat. Er hat natürlich nichts gehört, was wir gesagt haben. Ich habe das Gefühl trotzdem, dass Nox wirklich am Ende, so in den letzten Games, habe ich das Gefühl gehabt, dass er versucht hat, ein bisschen offensiver zu spielen, ein bisschen progressiver zu spielen. So leider auch das, was er mit hat. Ich glaube, er hat auch Korki dazu später gewählt. Ja, ja. Kann ja auch mal gucken, bei Kader sehe ich schon, ist ja direkt der zweite. Schau mal hier. Die letzten Spieltage von 5 bis 9 kam Kronk immer mit und zum Beispiel Agrostella kam von 6 bis 9 gar nicht mehr. Oh. Also, ich bin schon gespannt. Aber ich weiß nicht, was er mit Afiti geritten hat. Aber Umbreon kam ja leider auch immer. Ja, Umbreon, aber. Ja, okay, ein defensives Mon kannst du ja bringen. Also, aber nicht Umbreon. Und auch Thorn kam von 6 bis 9 dann immer und hat er dann irgendwie auch nicht mehr dauern gelassen, hat dann auch mit dem ab und zu Kills geholt. Also, ich glaube, der hat schon versucht. Ich weiß nicht, ob es Zufall war, aber ich glaub schon, dass er wahrscheinlich versucht hat, dann gegen Ende dann doch ein bisschen progressiver zu spielen und hat dann, glaube ich, auch selber gemerkt, dass dieses stallige, ganzige Spiel nicht wirklich was bringt und dass man auch manchmal das ein oder andere Mon nicht hundertprozentig checken muss und halt auch nur Soft-Checken reicht, weil du ja auch selber irgendwie progressiv was im Game erreichen kannst. Also ich bin sehr enttäuscht von Nox. Da verändert sich gerade was. Wer macht das? Franklin, I guess. Die kommen aus Saalen. Ich bin sehr enttäuscht von Nox, dass Later King nie kam. Ja. Ich auch. Und Sir Apfel kam zweimal. Fucking Sir Apfel, Alter. Mit Infestation. Ach nein. Ich hasse Nox dafür immer noch. Was ist deine Meinung zu... Wie heißt das, wie heißt das noch? Ich weiß nur, wie der Buch heißt. Rocktom? Rocktom? Nee, Sandtum. Ich wollte gerade fragen, Gren, was ist deine Meinung zu Sandtum Pampros? Schon ein geiles Highlight, eigentlich schon ein Top-Highlight. Das ist ich möchte auch einmal hier, habe ich hier Zitate spielen. Zitate reden. Warte. Schön, Game verloren, ich wusste es, ich fass es nicht. Nox ist so eine Wundertüte, ich kann es nicht. Hä? Als ob der jemals Sandtum gespielt hat. Ich kann mich daran legit nicht erinnern. Die Frage ist, kommt da jetzt ein Draco wie ein normaler Mensch oder eine Infestation? Ich schaff es nicht mehr. Ich will nicht mehr. Aber es habe dann nicht die Infestation. Es habe dann nicht die Infestation. Das habe ich aber predicted immerhin beim zweiten Mal dann. Ja, ich habe sie auch. Da kam halt nicht der Draco, sondern es kam wirklich die Infestation. Naja. Sagen wir mal, ich wurde emotional, der Sandtum hat mich emotionalisiert, was auch gut ist, weil wenn es ein langweiliger Kampf gewesen wäre, wäre es ja schade gewesen. Genau. Können wir mal darüber reden, dass das einzige Game, was Nox gewonnen hat, Umbreon 3 Kills gemacht hat? Ja, keine Ahnung, weil Levinio nicht Sub, gespielt hat. Was? Doch, by the way, das einzige Game, gemacht hat. Was? Hat Kren gerade gesagt, Umbreon ist eh geil? Nein, außer dem einen Game. Nein, ich mach ja nur Spaß. Geiler. Hast du mal gesehen, wie häufig den. Aber Umbreon. Ich habe schon eine schlechte Meinung zu Umbreon, aber nicht mehr so eine schlechte Meinung. Aber schon trotzdem noch sehr, sehr happy. Meine ähnelt schon sehr der von Lucario, was Umbreon angeht. Das ist cool. Ich glaube nicht so krass, aber ja, schon in die Richtung. Fan 3000 liebt das Mon ja nicht mehr so. Also ich finde find das Mon Engine 9 auf jeden Fall sehr, sehr schlecht. Ja, ich finde den auch allgemein nicht gut. Über Datative helfen. Was war Gen 8 besser? Es war Gen 8 nicht besser, aber ich finde es jetzt vor allem in den Meta nochmal extra richtig schlecht. Ach so. Ja. Nee, allgemein, also sobald man irgendwie draufgekommen ist, dass man einfach immer nur sobald der Vorbild nicht den Subbreak, man den immer bietet, egal was passiert, ist halt dann schon ein bisschen so schlecht. Also, gut. Keine Ahnung, also ich glaube, das. Wie gesagt, die Welle habe ich halt schon sehr früh gerade. Ich habe mich halt zwischenzeitlich mal richtig auf Umbreon eingeschossen gehabt. Mhm. Habe halt gesagt, okay, eigentlich fast schon eher C-Mon, aber jetzt mittlerweile, vor allem mit Bettenpest, dass er dort Bettenpest bekommen hat. Und vor allem auch die Option T-Wave hat. Also Gren hat immer mehr gehasst als ich, ja. Du sollst dich nicht darauf einschießen, du sollst darauf einschießen. Du sollst es erschießen, bitte. Ach so, okay.
Du sollst mich erschießen, bitte töte mich. Irgendwas ist aber irgend so ein Lied mit dem Jäger, egal. Was für ein Lied mit dem Jäger? Gut. Es gab irgendein Lied mit dem Jäger, wo ich jetzt gerade irgendeine eine Zeile zitieren wollte, mir ist es leider nicht eingefallen. Wisst ihr, ich kann nur ein Lied damit und nein. Jägermeister! Okay. Ich dachte, wir schweifen ab. Ich weiß nicht. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich nicht so über jeden Einzelnen reden. Ich weiß ja auch gar nicht, warum wir so lange über Nox geredet haben, aber ich fand's angenehm. Wenn wir jetzt über Jägermeister reden, können wir auch über Luckfey reden. Pana wäre zwar geiler gewesen, aber Luckfey passt doch auch. Ich würde sagen, bei Luckfey passt es doch auch. Meint ihr, Luckfey wird Erster? Ich glaube, ja, Luckfey hatte einfach nach so zwei Spieltagen keinen Bock mehr. Ich glaube, ab dem Punkt, ab dem ich ihn im ersten Spieltag gehext habe, hat er, glaube ich, einfach die Season abgeschlossen und hat einfach nur noch das gebracht, was er in dem Moment als cool oder lustig empfand. Das hat er, glaube ich, auch nicht ganz gemacht. Auf jeden Fall aber. Er hat dreimal Plimprin mitgenommen. Er hat achtmal Arbok mitgenommen. Achtmal. Ja, ich bin im Pulse-Dance nicht neunmal. Ich glaube aber, das ist echt... Und das arme Krug. Was hat Krug eigentlich getan? Aber ich glaube echt, das ist die Season der C- und D-Mons, weil hier haben wir schon wieder Arbok. Ich kann mich noch an einen Fall erinnern, wo so wie C- und D-Mons mitkommen. Ah, Fitti gab es ja auch noch. Ja, Fitti, ja. Weiß ich auch nicht, was Nox mit dem geritten hat. Einfach jeden Spieltag den gebracht mit dem genau gleichen Set. Immer diese Switcher und Dix hat nie wirklich Progress gebracht. Also der letzten Spieltag U-Turn Parting Shot. Den auch mal gebracht, ihr Hater. Fitti ist cool, mit auf den zu haten. Wir können auch mal festhalten, dass Anton wahrscheinlich Buckelgefackel wegen Arbok. Nein, ich gewinne Buckelgefackel. Schade. Ich meine, yay. Schade auch irgendwann. Ich hab deine Mons gehabt, warum schade? Ich war dein Belieber. Ja, Wettbewerbsverzerrung, weil ich Fitti. Wobei, am Ende war es keine mehr. Das war keiner mehr. Erstverzerrung oder so. Du hast allein gespielt. Ja, ich hab allein gespielt am Ende. Wo ich mit dir gespielt habe, ich verloren. Das stimmt. Also, ja, darf wo, ich wieder irgendwas was? Wo habt ihr geghostet? Wir ghosten, wir ghosten nicht. Nein. Ist einfach nur um zu entspannen. Also ich um bin... nicht zu aufgeregt zu sein. Ja. Yeah. Nur Bro gewinnt nur, wenn ich nicht da bin, deswegen. Ja. Außer gegen Dömli, weil Dömli der Goat ist. Ich meine, natürlich war alles so geplant. Dann... Okay. Haben wir sonst noch was zu Luckfey zu sagen? Außer es ist halt wirklich, also man sieht es ja auch einfach an dem Mons. Ich glaube, am ersten Spiel hat er so Bock auf Arbok und ich glaube irgendwie, also man sieht es ja schon da krass. Die hat auch irgendwann, hat auch wirklich fast nur die gleichen Mons. Aber gebracht. Um jetzt ihn auch mal zu und verteidigen, glaube, wirklich, ja. Arbok war auch schon gut bei ihm. Ja, ich sage nicht, dass Arbok schlecht war. Der hat auch wirklich zum Teil auch wirklich gute Games gehabt und da war auch in manchen Matchups war der bestimmt auch gut zu bringen, nur ich glaube, wenn du Arbok achtmal bringst, gab es wahrscheinlich ab und zu mal eine Option, die vielleicht objektiv besser gewesen wäre, aber ich meine, wenn er dabei Spaß hat und ihm Bock gemacht hat, dann soll er es machen, nur gut abgeschnitten hat er dann trotzdem nicht. Ja. Deswegen wahrscheinlich. Ja, wird Erster. Also wir haben den alle ein bisschen zu hoch getippt, kann ich ja gleich mal vorwegnehmen, ja. Aber Gren hat den Vogel ein bisschen abgeschossen. Der ist halt geil. Ist halt geil. Lack ist halt geil. Ja. Dann. Ach, ich wollte mich halt so ein bisschen bei ihm ausgleichen, eigentlich. Du wolltest edgy sein, sag doch einfach ehrlich. Ich wollte natürlich edgy sein, aber ja. Ich dachte halt irgendwie. Ich habe irgendwie beliebt in Luckfey. Du kennst, du bist nicht edgy. Naja. Aber ich habe immer ein Basti halt einigermaßen richtig eingeschätzt, dass du nicht lassen wird. Aber da wurde ein Dritter und dann ist auch alles vorbei gewesen. Egal, weiter. Horry hat eine gute Season gespielt in meinen Augen. Das stimmt. Wurde gegen Pana weggehext halt. So. Das war dann der Vakuum Wave Crit, der das Game entschieden hat. Sonst hätte er sonst würde er positiv stehen sogar. Ja. Hat er auch noch Chancen gehabt auf Playoffs. Ja, sonst hätte er auch 15 Punkte. Naja, da hätte er halt noch ein Game gewinnen müssen. Das wäre dann schwierig gewesen. Ja, nee. Und die anderen Games, die er verloren hat, waren schon. Wenn mein Chrisilia nicht aufgetaucht wäre, dann wäre er auch jetzt in den Playoffs. Nee, wäre es nicht. Wäre er nicht. Ja, doch. Und nicht Gag worden wäre. Ach so, wenn beides passiert wäre, ja. Aber das hätte sich ja ausgegleicht. Expected Points hat er 15.
Ja, wahrscheinlich, ja, natürlich. Ja. Ich mein, natürlich alle auch die Freeze, the first fight. Also das war schon der Fall, weil die Auftauchwahrscheinlichkeit höher ist als das Freeze selber. Also ja. Na, eben, so, deswegen. Ja. Aber so, wenn wir uns das mal angucken, ich habe ja auch viel mit Horry geschrieben während der Season so. Der hat schon mega Spaß in seinem Team gehabt. Der ist sehr stolz auf sich gewesen, häufig, auch nachdem er gewonnen hat. Viele Games waren halt nicht so geil. Aber also so manche halt. So gegen Livigno zum Beispiel, wo er nicht viel Zeit hatte. Ja. Keine Ahnung. So Sachen halt. Ich meine, jetzt das gegen Shadow und Gren erinnere ich mich, da hat er halt verloren so. Ja. Hat halt normal verloren. Gegen Pana war er sauer, weil er gehext wurde, und gegen Livigno war halt ein bisschen, ja. Das andere Game, was er verloren hat, weiß ich gar nicht mehr. Immer sehr confident und mutig gespielt hat und auch eigentlich auch sehr gut. Zum Teil hat sich viel zugetraut, hat eben sich zum Teil, wenn er die Zeit gehabt hat, sich Mühe gegeben, da auch wirklich was rauszuholen. Ich finde auch, das ist eine gute Season gespielt. Ich meine, Achter klingt jetzt halt es so, als schon fies, Kacke ja, gewesen, es ist schon aber fies. Wenn du halt diese Liga ist einfach so extrem nah zusammen. Also zwischen Platz 3 und Platz 8 liegen 3 Punkte. Das ist halt absolut geisteskrank. So. Ja, also so, man sieht auch, dass Yuzuru gut war, der brokeste Bastard auf diesem Planeten ist. Sein Topkiller. Ja. Yuzuru Guda ist schon OP, Alter. Der ist schon krank. Und dann kommt der Acid Armor. Der kann ja auch in Acid Armor kommen und dann bist du auch am Arsch. Der tötet auch alles und lebt alles. Ich hasse den, der ist unfair. Der ist halt echt. Weil halt wirklich, du musst halt wirklich genau predikten, welche 4 Moves der bringt, weil der hat alle Moves, um jedes Mod zu bieten, gefühlt. Ja. Also gefühlt hat er wirklich. Also kann er mit seinen Moves nicht jedes Mod bieten. Du musst halt nur genau erraten, welche 4 Moves kommen, damit du dann einen Mon bauen kannst, was den bietet, weil ansonsten ist das halt krass, weil er hat halt schon unfassbar viele. Aber Horry hat immer Shelter gespielt. Das stimmt. Shelter? Was ist Shelter? Der Special Move von dem. Das ist der Move von ihm, das exakt dasselbe macht wie Acid Armor, aber weniger PP hat. Aber Horry hat gesagt, er findet das cool, deswegen spielt er das. Ja, genau. Was ist Acid Armor nochmal? Das macht plus 2 Death. Iron Death. Alter! Wow. Was ist Acid Armor? Nar. Ich kann das alles nicht mehr. Rory Moon hat 2 Kills geholt. Ich glaube, Rory Moon war gut. Auch er hat auch gesagt, er mochte Rory Moon nicht so. Kann ich verstehen. Verstehe ich, wie gesagt, auch. Weil ich habe ja mit Lucario eh schon immer drüber gesprochen, wo wir immer damit argumentieren, ob jetzt Rory Moon ein gutes. Vielleicht haben wir es sogar letzten Podcast zu Eishon. Brauche ich es jetzt gar nicht nochmal erwähnen, weiß ich jetzt aber gar nicht. Wir haben eh schon öfters drüber gesprochen, dass wir, wenn wir über Rory Moon diskutieren, dass Rory Moon zwar eigentlich ein geiles Mon ist, weil es ein geiler Pivot ist und eine geile Support-Option gibt, aber wenn es dein zweitbestes Mon oder dein bestes Mon im Team werden muss, und jedes Game quasi das wichtigste oder mit das wichtigste Mon sein muss, dann ist es halt nicht. Der erfüllt halt einfach diese offensive Rolle, die er erfüllen möchte, nicht so gut für einen S-Mon. Ja, das ist halt das Problem an dem. Da stimme ich dir schon zu. Aber an sich ist der wirklich geil. Ja, ich mein, der ist schon nicht. Moon im A. Nein, das können wir nicht machen, aber. Moon im A ist geil, aber das ist halt. Das können wir nicht machen. Ob das so geil ist. Das können wir nicht machen, aber so im Nattex kann man da, finde ich, schon mal drüber reden, wenn man ein bisschen mental ist, aber. Ja, ich glaube, das kann man nicht machen. Ja, also, Basti hat den bestimmt schon im B. Ja. Wahrscheinlich. Schreib es gerne in die Kommentare. Basti hat auch immer ein bisschen Teil. Basti, hast du Roy Moon schon ins B gepackt? Er macht ab Donnerstag erst die Lust. Geil. Schlag mal vor. Schlag mal vor, was? Nee, ich bin da nicht dabei. Ja, okay. Oh. Ja, und sonst? Egal, schlag dir noch vor. Arcani ohne Port hat ein bisschen gelitten, das ist auch das, was ich dazu sagen kann. Auch bei meiner Erfahrung, die ich in den 4 Arcani-Games hatte. Houndstone ist geil. Houndstone ist so ein geiler. Warum hat Horry eigentlich Phoenixes und Arcani? Naja, weil Phoenixes cool ist. Ich denke mal, Horry hat für Nexus halt als beziehungsweise für Speed und für Psychic 2 gepickt. Ja. Na. Für zwei Fires halt immer ein bisschen. Ich glaube, für Erd hat Nexus Pick beim Wischer wollte. Ja, ja. Ich bin für Nexus immer noch besser als Servo. Ich auch. Das ist auch deine. Ist auch deine Schuld, dass du Servo gepickt hast. Nee, du hast für mich gedraftet. Achso, ja, true. Sorry, mein Fehler. Ich wollte ihn dir aber ausreden. Hättest du eigentlich aus Retro-Perspektive immer noch, was war nochmal im S, Hooper, oder? Hättest du immer noch lieber Hooper als Iron Bundle? Ja. Echt? F. Obwohl, du hast 2 Ubermons. Das verstehe ich halt nicht. Aber gut. Ich auch nicht. Hey, nein, der Sinn dahinter war eigentlich nur,
dass die Offensive sich besser angeglichen hatte, weil Hooper die ganzen Darks und was Sneasler nicht mag, wegmacht. Mit Leichtigkeit. Ich würde gerade sagen, Hooper macht immer die Darks weg. Ich meine die Ghosts und Psychics. Und Poison. Aber zugegebenermaßen ist es jetzt auch nicht so, als hätte dich Lucario gezwungen. Der hatte Rat gegeben und du hast ihn angenommen. Also, so sehr kannst du das. Also, ich finde Bundle eh besser. Ich stelle das auch so hin, als ob Lucario mich kommt. Nee, ist auch. Ich habe dich auch komplett gegrieft. Okay. Ja, nee, ich hasse dich auch eigentlich und wollte eigentlich, dass du ein schlechtes Team pickst. Es war so eine dumme Entscheidung, Lucario das machen zu lassen. Der hätte alles noch schlimmer. Ja, ich hasse mich. Das ist wirklich unglaublich. Ja. Ich bin so ein schlechter Mensch. Gut. Hell, wenn ich auch hasse. Was? Nee, Pada ist der Gold. Pada ist schon witzig. Pada ist schon witzig, ja. Der Hippo, Mann. Ja, ein Hippo, Mann. Ja, aber du hast immer noch ein Top 5 Logo. Du kannst jede Season einstecken und du bist immer noch so machen. Das ist unfassbar. Ich liebe das. Hast du Fresse? Hippo, Mann. Da hab ich gekocht. Ja, hast du. Ich glaube, das wird auch die einzige Zeichnung bleiben, wo man erkennt, was es sein soll von Lucario. Du rauer Tonhater. Also, Stolle Gremen, da kenne ich. Du rauer Tonhater. Du rauer Ton auch. Hä? Rauer Ton war ich voll stolz auf. Da habe ich voll Freihand und Relaxo gezeichnet. Das ist einigermaßen okay aussah. Mit dem Hippo habe ich ja abgepaust, aber. Ja, stimmt. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Ja. Gut. Pana hat auch, ich meine, wenn wir sagen, Hori hat eine gute Season gespielt, hat Pana wahrscheinlich auch eine solide Season gespielt. Das Ding ist, wenn ich mir so jetzt ein Pana-Highlight-Reel überlegen würde, okay? Ich habe keine Ahnung. Fallen euch irgendwelche Pana-Highlights aus der Season ein? Wow, ich weiß nur, dass Aber hat Pana also so, ja, also der war halt gut, aber also so Ogre von Gestein, aber hat Pana irgendwas gemacht, so, was irgendwie... Ja, hat er überhaupt, also Pana, du erinnerst dich nicht dran, aber Pana hat er auch einfach... Ist auch irgendwie ähnlich wie Hexagon noch, so wo du sagst, ja, ich bin da auch einigermaßen solider. Das ist aber auch nicht so schockend, das ist halt einfach. Okay, also würde ich sagen, Go hat jetzt leider dann trotzdem die ein oder andere Games halt wirklich solide gespielt und ich finde auch, dass Pana overperformt. Ich hätte schon gedacht, dass diese Liga mehr zweigeteilt hat. Ich auch, ja. Die unteren und oberen ich auch. Hälfte quasi. Nee, Pana war schon. Pana, Hori, eigentlich, die haben alle gut mitgehalten. Pana war ja schon nicht schlecht, so. Das will ich gar nicht sagen. Ich will nicht sagen, dass Pana schlecht ist, ich will nur sagen, dass ich irgendwie mich an nichts von ihm erinnere. Außer dass Usaluna Blattmund nichts gemacht hat. Das heißt halt einfach nur, dass man halt nichts irgendwie Bahnbrechendes geleistet hat. Und seine Hijun-Einsätze sind ein Verbrechen an der Menschheit, aber das ist was anderes. Bro, Pachirisu kam nur einmal weniger mit, der ist fucking Heatwin. Ich kann das alles nicht mehr. Aber es ist Pachirisu, das ist der Ghost. Das ist BGC Weltmeister oder irgend sowas. War das nicht so? Also, das ist 14. Das finde ich, Heatwin macht mich ja wirklich sauer, wenn ich das jetzt sehe. Ach du Scheiße. Heatwin ist so unglaublich OP, das Wort. Ich verstehe es nicht. Naja, gut. Ich doch auch nicht. Ich liebe das Pokémon so sehr. Naja. Muss man nicht verstehen. Nee, ich kann auch ehrlicherweise nicht so viel. Wie gesagt, ich kann nicht so viel zu Pana sagen, das ist wirklich schwierig. Ich glaube, er hat die Killliste gewonnen mit Ogerpon Rock, aber. Zusammen ich mein, mit Roy. Ich wollte gerade sagen, zusammen mit Reus. Ja. Freds? Ja. Glaubst du auch an Freds? Ja, waren Freds. Haha. Also, das hat ganz gut Work gemacht. Ja, genau, bei der Erste. Aber. Habe ich da sonst? Ah, ich hab zwei Mund. Sonst war halt. Keine Ahnung. Aber würdest du sagen, Pana ist eine Premium-Ausgabe von Nox? Nein. Grenzen. Weil du ja gerade gesagt hast, das ist so ein bisschen ähnlich wie Nox. Ich benutze das Wort Premium nicht so gern. Seitdem Franklin mir erzählen wollte, dass Tramor ein Premium-Looter ist. Nein. Ja, okay. Ich verstehe es komplett. Oh. Machen wir schnell weiter mit. Okay. Willst du wirklich die alten Sachen aufmachen? Einfach professionell, Zeit, um Zeit zu springen. Wow. Premium-Sprinter. Ja. Ich glaube, das ist die Zeiten liegen hinter. Adiemi auf Wish. Adiemi auf Wish. Er geht auf Wish. Oh, das Chippenbann. Oh je. Gut. Okay. Ich glaube, der Witz wird auch. die auch in die ausgelutscht. Jedes Mal. Jedes Mal Adiemi, immer Adiemi. Jürgen Brandt ist auch der beste Spieler der Welt. Wir müssen, glaube ich, über Roy reden, dass der am Ende der Season einfach richtig gut nochmal aufgeholt hat. Können das jetzt so. Dass Roy Sechster geworden ist, ist halt ein bisschen traurig.
richtig gut reingestartet ist und halt am Ende richtig krass noch alles aufgeholt hat. Also wurde ordentlich Schadensbegrenzung begriffen. Vielleicht reingestartet und richtig gut aufgeholt. Ja. Ich finde auch gar nicht mal so sehr, dass. Ja, ich finde immer noch, ich habe es ja auch schon im Mid-Podcast gesagt, irgendwo, dass ich ein bisschen übertreibt, wie schlecht er sich selber gesehen hat. Weil er war auf jeden Fall. Roy hat kein schlechtes Game gehabt. Er hat kein schlechtes Game gegen Horry, wurde einfach, hat einfach Horry wirklich ein 10 auf 10. Es war ein Mörderspiel von Horry. Alles geklappt hat. Ja. Das war einfach ein Ausreißer gegen Pana, war halt ein schlechteres Game. Und der hat auch kein Matchup gegen Pana gehabt, das muss man auch sagen. Genau. Genau, da hat er auch schlechtes Matchup gehabt und dann hat das Pana auch so die Runde gespielt, weil Pana ist auch kein Fall. Das ist ja auch nicht so, als wäre jetzt Pana der schlechteste Spieler der Welt und hat das wirklich trotzdem gut gespielt. Die Season hat er zwar nochmal verloren gegen, ich glaube, gegen Bazzi hat er verloren, das ist jetzt auch keine Schande. Ja. Also ich finde auch, dass Roy einfach übertrieben hat. Ich finde jetzt nicht, dass er am Anfang der Season so überspielt, wie er gesagt hat, war. Ich finde, er hat einfach allgemein eigentlich eine echt gute Season gespielt, dann hat es halt von der Differenz her knapp nicht gereicht. Und ich denke auch, ehrlicherweise, mit dem Kader war nicht viel mehr möglich. Ja, kann ich bin immer noch der Meinung, dass der Kader nicht das Geilste ist. Also, ja. Aber haben wir auch schon öfter drüber geredet. Ja, ich weiß nicht genau. Also, ich habe jetzt nicht so genau. Ich kann das schwer einschätzen, weil das ist halt so ein Kader, der ist halt nicht objektiv schlecht, glaube ich. Nee, der ist nicht schlecht, aber. Auch nicht objektiv richtig gut und ich glaube, da musst du den selber spielen, um da über eine Action eine gute Einschätzung zu finden. Weil ich finde jetzt nicht, ist auf dem Papier für mich schaut er nicht schlecht aus, aber ich weiß, es kann sein, dass er natürlich in der Realität nicht so gut ist. Es gibt halt ein paar Deadshots da drin, wie Bruxis und so und Raichu. Ey. Würdest du Bruxis jetzt als Deadshot bezeichnen? In dem Kader ja. Overall nicht. Im Kader ist er schon, ja. Also, es hat auch. Bisschen unausgeglichener Kader, das kann man schon sagen. Ja, ja. Darum ging es mir nicht, aber der Kader hat halt einfach ein paar Schwächen und die sind halt. Die sind halt auch schon häufiger mal zur Geltung gekommen. Nur am Ende hat Roy halt, glaube ich, auch ein bisschen kapiert, wie er mit dem Kader spielen muss. Sieht man auch an der Liga-Serie. Ja, und sieht man vor allem an den Threads-Kills auch dann. Ja. Fast nur ein Kill mehr als. Threads und Puls sind halt offensiv einfach ein krankes Duo. Cinderace ist ein bisschen abgefallen in dem Team. Ja, das stimmt. Ninetales hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen, muss ich sagen. Er wollte einfach nur den Marktwert von Diabolo senken. Das kann ja nicht so sein, dass er so hoch ist und Wackelgefacke. True. Schade. Ninetales fand ich eigentlich immer ganz cool, als er als Supporter so mit war. Ja, der sah immer cool aus. War am Ende nicht mehr mit. Was allgemein Screens in Gen 9 sind ja allgemein etwas, was schon ziemlich krank ist. Ja. Genau. Nee, und. Ja, Pult hat Pult-Sachen gemacht, also. Ja, Standard-Pult. Hat halt. Ja. Genau, nichts. Kann man dazu nichts sagen mehr. Nee, Heracross fand ich ein bisschen enttäuschend noch. Hätte ruhig öfter kommen können. Er ist nämlich der Geilste, aber. Das stimmt. Die Games war mit Bavaria gut. Ja, 2 und 3 Kills. Das ist. Ja. Naja, Roy ist ja auch nur wegen Differenz nicht in die Playoffs gekommen, also hat ja trotzdem eine sehr solide Season gespielt, so ist ja nicht. Also es sind 2 Differenzpunkte am Ende, über die wir hier reden. Ja. Ihn von Platz 4 drin. Ja, genau. Ist halt so. War für ein guter Punkt für ihn eigentlich. Ja. Dann. Will ich über den nächsten reden. Wieso? Weil ich ihn nicht mag. Der hat mich gedacht, dacht. Hätte ich wirklich gedacht, dachte nach dem Geld. Die hätte von mir gedacht, dachte ich hasse ihn. Hätte ich auch. Das wäre auch der Grund gewesen, der hat dich ja gekrittet mit Slowking. Wäre auch der Grund gewesen, wenn Levinho jetzt irgendwie noch hoch gewonnen hätte, dass du. Der hat mich gehighballt. Ah. War irgendwie ein 10% oder? Wenn wir schon dieses Differenzsystem gehabt hätten, dann wäre Shadow durch den Crit nicht reingekommen. Ja, wäre ich jetzt. Weil das, genau. Nee, ich wäre Fünfter. Ja. Ja, doch. Ja. Wenn wir jetzt vom direkten Vergleich ausgegangen wären, das ist ja genau. Der zweite Fall, wo das jetzt eingetreten ist. Ja. Und Levinho hat echt geile Speerwerfen begangen. Ja, Levinho hat auch, ich fand auch, Levinho hat irgendwie mir wesentlich weniger gefallen die Season als Roy, ich weiß nicht. Aber wisst ihr so, was ich meine? Ja, auch zum Beispiel. Ja, sicher. Wenn auch das Roy Levinhos Siege sich irgendwie wert angeführt haben häufig. Das war alles ich meine, so shady. Horry, also wenn man das mal mit Horry auch rausrechnet, steht ja auch einfach 4-5. Und das gegen Horry war auch ein hoher Sieg. Dann, sagen wir mal, verliert er das Game, wenn Horry wirklich unter normalen Umständen bauen kann. Natürlich zeigt das nichts aus, dass er direkt verloren hätte, aber er hat es einfach extrem einfach bekommen. Dann wäre er halt auch schon mal
auf jeden Fall unter Roy, weil auch seine Differenz nie im Leben so gut gewesen wäre. Mhm. Und ja, allgemein hat er halt, ich finde am Anfang der Season hat er halt auch wirklich sehr solide gespielt, aber dann irgendwann, es ist halt so wie Livinho, weil Livinho spielt entweder extrem solide, macht gar keine Fehler, oder er hat Games, wo er komplett scheiße ist, macht alles schlecht. Und es ist halt nicht so, weil es gibt halt diese Leute, die eigentlich immer riskant spielen, sowas wie Roy, aber und mittlerweile vielleicht auch eher weniger, aber mir fällt jetzt gerade kein anderes, besseres Beispiel ein. Aber Roy hat das am Ende der Season wieder mehr gemacht, also auch gegen dich zum Beispiel. Ja. Hat er ja. Es gibt ja einfach Leute, die riskanter spielen und dann halt deswegen manche Games einfach öfters auch mal verlieren und auf die Schnauze bekommen, weil halt eben manchmal das nicht funktioniert, weil du nicht immer riskant spielen kannst. Aber Livinho ist halt einfach wirklich so, er floppt mit seinen soliden Leistungen. Entweder extrem solide und er spielt es runter oder es ist halt einfach scheiße. Das finde ich halt schon sehr, sehr interessant, so in dem Sinne. Ja. Find's ein bisschen. Aber allgemein, vor allem halt die Niederlage gegen Nox, das hat ihn gleich gebaut. Ja, auf jeden Fall. Find's ein bisschen schade, dass Gümsner nicht öfter mit war. Weil Gümsner ist, glaube ich, auch extrem OP in dem Meter. Ist auch. Heißt eigentlich in dem Meter oder in der Meter? Ich hab gemeint in dem Meter. Ist gar nicht das Meter oder die Meter? Auch gesagt, das Meter oder die Meter? Ich hätte gesagt, es ist das Meter. I have no idea. Bin mir auch nicht ganz sicher. Problem ist, es ist halt ein englischer Begriff. Deswegen. Ist, deswegen gibt es auch keine richtige Bezeichnung. Deswegen kann man alles sagen. Es ist halt kein nicht festgestellt. Okay, dann sage ich ab jetzt der Meter. Nimm es einfach, wie du willst. Wir verstehen dich schon. Nee. Hey, keiner versteht Lucario. Die Meter, Bruder. Sag der aus Sachsen kommt. Der Meter, Bruder. Willst du mir jetzt irgendwas? Oh. Ja. Ich find's gut, wie auch zuerst der Sachse angegriffen wird, bevor immer mal Österreichisch geredet wird. Find ich gut. Ja, klar. Ja, okay. Das ist schön. Ken, du bist übrigens dran mit Draft und hast noch noch so eine Stunde. Ich wollte dich nur dran erinnern, ne? Also. Ja, ich weiß. Ich schaue das vielleicht nebenbei so ein bisschen. Ja. Ich versuche nebenbei zu schauen. Ich werde nur die ganze Zeit wieder abgelenkt. Das ist so schlimm, wirklich. Mensch, du musst Podcast machen. Mann, Greg. Das ist echt tragisch, wenn Leute, wenn du Podcast machen musst. Ja. Shadow ist zum Glück erst wieder nach dem Podcast dran. Oh, den kenne ich. Was? Den, der noch Podcast machen muss. Ja. Ja. Echt? Ich habe heute gute Überleitungen nicht. Du bist krass heute. Wirklich. Ich bin richtig krass. Ja. Mein Comeback. Prime Franklin. Muss ja irgendwie geil sein. Mhm. Ich glaube, Prime Franklin war lange. Das ist schon eins. Oh. Ja. Hat ja mal eine Liga gewonnen. Ich glaube, ich lasse langsam meine Karriere in Saudi-Arabien ausklingen. Das war's. Das wäre cool. Also, wenn du SBL weiterführst, ist alles so. Na, SBL ist ja die Saudi-League, deswegen passt's ja. Saudi-Pro-League, ja. Ja. Gut. Cool, jetzt hat sich King Lord Niklas auch Ogerpon Rock geholt. Was macht man eigentlich so gegen den? Nix. Ah, cool, das heißt für mich einfach wieder Monster an den Zecken, geil. Jetzt muss ich Reue antworten, der muss Podcast machen. Der Bro. Gibt keinen. Ja, wir reden doch, also wir reden über den. Bist du der? Ja, du bist der Gegner von King Lord Niklas. Ja, ich bin KLN. Ja. Genau. Verlierst du nicht versus Ogerpon Rock eigentlich? Ja, immer. Speed gehabt das letzte Mal. AK, ich hab Turn auf den gedrückt und bei Mios gewartet. Alter, das ist echt krass, mit 5-4 in die Playoffs zu kommen und noch zwei Leute haben die gleiche Kill-Statistik hinter dir. Plus einer wird Differenz. Das ist schon krass, Alter. Aber du bist mal nicht Fünfter geworden, ne? Ich bin nicht Fünfter geworden, wuh. Und ja, ich bin auch nicht unter 5 diesmal. Warum aber um eine Haaresbreite? Shadow ist trotzdem ein fünfter Spieler einfach. Er ist einfach dieser Spieler, der fünfter wird. Und wenn er dieses Vierter verworren ist, das ist auch absolut verdient. Aber ich führe die Linie von Sandern fort. Das hat mir Fummer, glaube ich. Ja. Also mit so einem privaten Gespräch. Dass ich die Linie von Sandern weiterführe und Fünfter bin. Aber was hat Karl N. rausgedraftet eigentlich? Hydra. Hydreigon. Oh, aber den hast du doch aber auch Gedanken gemacht. Na, will ich mal tun. Ogerpon Rock ist doch okay für dich. Naja. Na, geht. Naja, sehen wir dann. Okay, mindestens ein gegen mich. Ist okay, oder? Ja, aber Tinkerton. Ich meine, Storming Tantrum, aber Tinkerton. Ja.
Anyways, ich aber du darfst gerne was über deine Season erzählen, wollte ich jetzt eigentlich sagen, dass wir gerne ein bisschen Zeit geben, um noch zu gucken wegen Draft, dass du ein bisschen was sagen darfst. Also wie du, ich muss ganz kurz mal gerade aufmachen. Wie du das so jetzt erfahren hast, wie du da in die Playoffs gekommen bist, wie du dich fühlst. Ich bin knapp. Ja. Na, ich habe halt gemerkt, der Anfang lief ja nicht so unendlich gut. Weil ich da halt mit den Kadern nicht ganz klar kam. Klar, es waren immer häufig relativ knappere Siege, wie es halt gegen Roy die 50 verkackt oder gegen Kren B-Teil verkackt. Aber jetzt am Ende wurde, wo ich halt langsam auch reinkam mit dem Kader, einfach meine Defensive zu sacken into Gewinnen. Spoiler? Oh, sorry, ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen, aber Spoiler-fache Giraffe ist es, glaube ich, doch nicht, oder? Na, echt nicht. Na, wie gesagt, ich habe da ein bisschen. Bin da halt falsch rangegangen am Anfang. Ich wollte halt wieder versuchen, Balance zu spielen, was ich dann irgendwie nicht geschafft habe, zu draften und zu bauen und alles. Aber ja, ich habe halt auch am Ende wieder klar gemerkt, wie mein Spielstil von Balanced auf mehr Offense gegangen ist. Auch wenn mein TBE-Stil dennoch relativ balanced gewesen war. Wurde das aber nicht irgendwie das Meta halt heraus, sozusagen, ja. Offense zu spielen? Das wollte ich auch gerade sagen. Also ich glaube, viele Leute, also ich spiele ja auch hier, in der Neuen muss man einfach auf offensiver spielen, das sind Nachwuchs. So. Auf jeden Fall. Und das ist halt schon 8 halt noch. Ja, deswegen, vorher habe ich ja mehr auf Balance gespielt, was halt einfach nicht funktioniert. Also, nicht gut. Aber ja. War schon. Sehr, sehr interessant, die Season für mich auf jeden Fall. Lieblingsmon aus deinem Team? Lieblingsmon aus deinem Team? Ich meine, ich kenne, glaube ich, die Antwort, aber. Ja. Miau. Miau Squad, holy fit. Fuck it, dass der gerade bei 7 Kills hat. Der war. Ja, hab die Kikes mit dem so geliebt. Wir halten mal fest, ich habe Batzi gestern gefragt, yo, was hältst du von Miau Squad jetzt mit Triple Axel? Immer noch Arschmon. Mag ihn auch. Ich mag den sehr. Der kam ja auch jeden Spieltag mit. Genauso wie Sneasler. Ja gut, Sneasler ist halt auch, glaube ich, immer gut einfach. Ja, ja. Sneasler ist halt so dumm, das klingt. Pets oder Bandit, Poison Touch ist so dumm. Ja. Kannst ja immer spielen eigentlich auch. Ja, ja. So ist nett. Wenn du mal nicht unbedingt Unburden spielst. Ja. Die eigentliche Herausforderung war halt wirklich dieses fucking Unburden zu triggern. Hättest du halt sehr wohl gepickt, ja? Bereitet, aber ansonsten. Mit sehr wohl hättest du das hinbekommen. Nein, hätte ich nicht, weil ich sehr wohl ja nicht mitnehme. Ja? Ha? Ja, vielleicht hast du recht. Ist schon ein bisschen schwierig. Ich hab den Kirch gepickt, weil der mir noch Spikes gibt. Ist ja auch Arsch. Aber boah, hat's geholt. Wir kürzen 1, Packs 0. Das stimmt. Aber Packs hat Pain Split. Wieder. Wow, hat Packs hat AV-Cover. Was willst du? Packs hat AV-Split. Das stimmt. Einer hat Packs AV. Rudi hat das immer gespielt. Ich schaue übrigens noch mal, weil letztens zur Halbzeit war ja irgendwie Packs das Beste, hat einfach den meisten Damage gemacht zur Halbzeit. Ich schaue dann doch mal. Ja. Weil ich dann zu Ende ausgewertet habe. Aber ja. Boah, macht ja gar ist anscheinend doch nicht so passiv. Ja. Nee, irgendwie nicht. Roggi draftet Regen raus. Aber Roggi hat schon gepickt, Roggi soll noch gar nicht picken. Egal. Roggi ist aber der. Aber ja, war doch obvious, dass die beiden Regen rauspicken. Roggi soll noch gar nicht picken, das stand doch in den News. Warum pickt denn Roggi schon? Alarm. Ja, weil Roy von Runde 2 reingeschrieben hat. Nee, Roy hat Ende Runde 2 reingeschrieben. Also Ende Runde 2. Ah, also, ja. Der pickt jetzt einfach Sonne Hilfe. Oder was? Pickt er jetzt einfach Sonne, weil er hat Walking Wave. Das wäre so funny. Roy hat geschrieben, du sollst jetzt picken, weil Roggi einfach weitergemacht hat. Ja. Was war der jetzt geschrieben? Gib mal. Mir privat. Warum schreibt ihr dir eigentlich alles privat, aber niemals den Leuten privat? Einfach nur dir. Hier leid mal weiter. Ich Sprachrohr bin. Okay, warum schreibt ihr das aber dir? Das. Ja. Keiner ist doch dran. Nick, ihr schreibt ja auch Lucario, dass ich Doc machen soll. Das verstehe ich nicht. Anyways. Ja. Ja. Wer ist denn der anonyme Chrissy? Wir sind ein bisschen ich nicht.
sind ein bisschen abgeschweift. Auf jeden Fall hast du mal wieder Playoffs gehittet seit Season 5. Glückwunsch dazu. Und 5? 6? Ja. Ne, 5 war's. Ja, ja, 5 war Digga-Spiel. Mhm. Bin ich immer auch mal gespannt, wie du dich schlagen wirst gegen Kingrod. Niklas, hast du auch einen vermeintlich ja. angenehmeren Gegner, glaube ich, noch bekommen aus der anderen Conf. Also von den Spielern her, wenn man nicht auf die Ergebnisse dieser Season achtet, würde man ganz klar Fallen davon als einfachsten Gegner tippen. Ich finde Noah halt persönlich. Also ich verliere immer gegen Niklas. Niklas ist ein guter Spieler. Aber will ich ihm auf gar keinen Fall absprechen. Also er hat ja auch verdient die Liga gewonnen, da kommen wir ja gleich drüber vorhin. Klar. Aber so am Papier, wenn du dir jetzt wirklich mal anguckst, so Roggi Erin. Das sind halt schon zwei Hausnummern, dann gegen Noah spiele ich halt persönlich ganz gern, aber gegen Noah spielt man, glaube ich, so allgemein nie gern. Ja, so andere. Was? Würfeln? Dann hast du halt Niklas, den du halt noch am ehesten, den du halt noch eher einschätzen kannst, ein bisschen als Noah. Aber dadurch, dass ich League das schon wieder schlecht genannt habe, wirst du wahrscheinlich verlieren, tut mir leid. Boah. Naja, passiert. Wir reden nun über den Batzi. Den habe ich gut genannt, das ist so. Ja, war ja auch gut, also hat am Ende halt bisschen abgebaut, aber war halt egal, weil Batzi halt schon so einen Vorsprung hatte, dass er eh nicht mehr wirklich rausfliegen konnte. Genau. Also am Ende halt ein bisschen entspannt austrudeln lassen. Also hat es zumindest auf mich gewirkt. Guck mal, die Schieß mal so ausgeklingt. Ja. Ein bisschen entspannter alles gemacht. Ich meine, nachdem er gegen Gren verloren hat, war ihm, glaube ich, eher alles egal, oder nicht? Das war ja dann eh nur noch ein Spieltag, wow. Nee. Oder? War das Spieltag 8? Spieltag 8? Okay, ja. Ich dachte, Spieltag 6 war gegen dich schon. Nee, Spieltag 6 war. Ich glaube, habe ich eh nicht gesehen. Spieltag 6 war Batzi versus Dömsi. Oh, krass. Mit Dömsi hat er gegen Batzi gewonnen. Das wusste ich auch nicht. Batzi hat jedenfalls das teuerste Zähmon, glaube ich, gemacht. Mit Belly Bolt? Ja, Zähmon, nicht von Dämon. Belly Goal? Belly Goal. Ja, aber bei Batzi sieht man auf jeden Fall, dass jedes Mon irgendwie seinen Anteil hatte an der Season. Also so, da hat irgendwie jeder was gemacht, außer Knuddeluff. Zweimal. Aber Knuddeluff ist auch schlecht. Sonst so alles halt so ein paar Kills geholt. Forstelga macht halt normalerweise keine Kills, aber so, ja. Alles irgendwie. Darf ich eigentlich beide Umberbronze kicken? Wir haben keine Species, Klaus, ja, darfst du. Darf er. Wir haben keine. Das finde ich schon witzig eigentlich. Ich glaube, der ist halt echt schlecht. Eigentlich wollte ich halt gerade Tangrowth kicken. Das Problem ist. Der ist nicht im Game. Der ist nicht im Game. Darf ich mir Klavion raus? Nee, Tangrowth ist ja A. Warte. Tangrowth ist nicht im Game. Ja, ich hab schon gemerkt, dass Tangrowth nicht im Game ist. Kannst Hutsasa picken, Kollege. Ja, ich pick mir nicht Hutsasa, so dumm bin ich jetzt auch nicht. Warum nicht? Hutsasa ist echt gar nicht mal so geil. Dass Leute das noch nicht mitbekommen haben. Ja, der ist im A. Ich bin Hutsasa echt nicht so geil. Vor allem nicht im A. Ich weiß nicht. Okay. A. Du sollst übrigens langsam picken, Roy kocht, Grill. Ich mach gerade Podcast, ist wichtiger. Nein, du hast gerade Strafplan und hältst den Podcast auf. Ja, nee. Gut. Du machst gar nichts richtig. Okay. Aber an sich, Batzis Rain-Team war halt, fand ich halt sehr interessant, weil wir haben ja am Anfang gesagt, dass es ein bisschen schwächer als das von Roggis ist und ich finde, es hat sich eigentlich auch so herausgestellt in der Season. Aber Roggi ist weiter geworden. Roggi-Season lief wesentlich dominanter als die von Batzi. Hat am Ende hat am Ende auch ungefähr so performt, wie wir es erwartet haben. Ja, ja. Aber auch von den Mons her. Im anderen Spiel ein bisschen schlechter. Also ich jetzt gedacht habe, auch in beiden Teams. Aber ansonsten auch von den Mons her. Also das Guter stark ist, wussten wir. ich glaube, dass Benny Boy ein bisschen viel mitgekommen ist, das war halt krass und dass der auch immer so viel gemacht hat. Ja, gut, der hat ja aber auch nur wirklich gegen Nox wirklich krass viel gemacht. Sonst war der halt immer so. Ja, sonst war der immer okay. Der war halt immer okay. War der nicht 4 Games mit oder so? 4 Games, ja. 4 Games. Der war immer okay, aber der war wirklich nur krass, weil der wirklich nur gegen Nox. Ja, aber trotzdem okay reicht ja auch schon für Benny Boy. Ist ja auch okay sein, einfach auch. Ja, okay.
Na, der hat den nächsten Kills am zweiten Spieltag geholt. Ja, gegen Nox. Psst. Sorry, egal gegen wen. Ja, nee. Wollen wir weitergehen zu ja. dem Gold? Bazzi spielt dann übrigens auch gegen Rogi. Dömsi hat mich, hat uns alle, auch wenn ich auf die Tabellenbedingungen gekommen bin, ja. komplett überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass Dömsi überhaupt obere Tabellenhälfte erreicht. Und das habe ich ihm auch schon geschrieben, da muss ich mich auch bei ihm entschuldigen. Ich habe es eigentlich gedacht, ich habe es gar nicht gesehen. Und hier stehen wir jetzt, Dömsi auf Platz 2, 6-3. Mit echt einer guten Leistung. Ich fand auch so immer so ein bisschen under the radar ab zu einem bestimmten Punkt. Also bist du so halbzeit, habe ich es gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass Dömsi überhaupt so gut dasteht. Ja. Aber Dömsi auch so halbzeit nicht so unendlich gut dasteht. Naja, aber er war auch schon in Schlagdistanz. Ja. Wenn ich raten müsste, wie Dömsi die Liga gespielt, hätte ich auch gesagt 4-5 oder 5-4. Ist mir einfach nie richtig aufgefallen. Der hat einfach gefühlt nie Games verloren. So. Aber der hat einfach die zweitmeist nur in der Liga. So. Das Sonnending hat halt schon ganz gut funktioniert immer. Also, ich meine, er ist nicht der größte Fan von Wake, hat man ja rausgehört. Ja. Rillaboom hat mir immer sehr cool gut gefallen bei ihm, weil er hat immer so häufig so defensive Sets gespielt. Defensive Rücken. Ja, das soll ich auch sehen. Das ist fast cool. Das Einzige, was du mal machen kannst, weil. Das, also die Grassy Glide mit 60 ist ja schon Pain, aber 55 ist in schon arg. Game Freak ist so... Warte, die haben das auf 55 runtergegangen? Das war mein Lieblingsbomb. Die haben gemacht. Die haben mein Lieblingsdraftmon kaputt gemacht. Das war mein Lieblingsdraftmon. Also, mit meinem Lieblingsdraftmon. Ja, 55. Mit 70, weil ich bin so geil. Das ist schon schade. Ja. Dann Tengulus fand ich eigentlich immer ganz cool, als der mit war. Fand ich immer lustig. Also, der hat immer geboomt. Also ja, der hat auch Tengulis hat auch eine 100%ige Winrate. Echt? Und Ursaring eine 0%ige. Tengulis und Skundang müssen 100%ig haben, oder? Ja. Skundang ist auch der Goat. Skundang hat auch Grenzer stört. Yep. Das erinnert mich an irgendeinen SPL-Talk. Nee, mit dem Skundang. Was? Wen hat das zerstört? Shadow. Hi. Bazzi gegen Shadow war das. Ja. Der war mit Carla ist. Und ich. Boah, ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Doch, das habe ich noch gut im Kopf. Ja, ich auch. Ich kann mich nur noch an dieses Thumbnail erinnern. Das ist Guntank, weil es Zapdos geröstet hat. Und was man auch sagen muss. Ja. Anyways. Aber was man auch sagen muss, Dömsis Games haben mir eigentlich auch immer gefallen, was ich davon gesehen habe. Es war immer cool. War immer schnell, war immer. Wie sage ich es am besten? War halt immer einfach. Einmal cool, hat einfach Spaß gemacht, die Games zu schauen. Ostedi ist natürlich ein bisschen schade, dass der nicht mit war, aber. Ja. Ostedi. Hat er sich, glaube ich, im so über die gesamte Season gesehen. Die Differenz ist ja auch nur so schlecht, weil er halt immer recht hoch verloren hat, glaube ich, als er verloren hatte. Mhm. Also das erste Game war ja 6-0 verloren. Ja. Erster 4-0 und dann auch wieder 4-0, ja. Ja. Das war auch Horry's Freak Accident, Alter. Schon wieder. Naja, nee, und dass er da halt auf 2 steht, ist am Ende auch komplett verdient. Freut mich auch extrem. Viel. Und indem sie sich da irgendwie gegen Eren durchsetzen können, wäre schon richtig geil. Also es wäre schon richtig cool. Das wäre so cool. Ich würde gerne den Hot Take bringen, Dömsi gewinnt, aber das macht er leider nicht, weil... Bis jetzt war egal, selbst wenn er als Favorit in die Playoffs reingegangen ist, er hat nicht gewonnen. Aber diesmal ist Shiny nicht da. Aber dafür wollte ich. Sagt er, wenn wir Shiny jetzt in die Playoffs reinschmeißen würden, würde das irgendwie gewinnen. Also ich kann mir schon von Shiny SK-Playoffs, ganz im Ernst, wird das irgendwie gewinnen. Sagen wir ehrlich, da wird das irgendwie gewinnen. Nein, Shiny gewinnt immer. So, ich sag jetzt nicht mehr. Der wird das irgendwie gewinnen. Traue. Ich glaube jetzt nicht mehr, aber vor ein, zwei Season hättest du das da den Take bringen können. Ja. Wenn wir vielleicht ein halbes Jahr Einspielzeit geben, dann. Das ist schon geil. Aber das ist schon krank, Alter. Shiny Playoffs ist einfach total. Es gibt keine Playoffs. Ich glaube, Shiny spielt gar nicht mehr Pokémon. Ich würde gerade sagen, weil es überhaupt nicht. Ich glaube, der Hurricane hat seine Karriere beendet. Was hat das doch mal für ein Hurricane? War das nicht gegen Larry? Irgendein Zapdos Hurricane? Weiß nicht mehr. Ich erinnere mich an Zapdos Hurricane, dass er irgendwie mal mehr geFF'd hat, weil irgendwer zu lange überlegt hat oder irgendwas. War das nicht was? Ja. Und ist die Liga gegangen.
Ja. Oh, ist das Pana? Ja. Ja, sei gegen Pana. Hat Pana Shinies Karriere beendet? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das war nicht Pana. Keine Ahnung. Also, doch, er hat schon mal gegen Pana geraged, aber nicht gegen Pana. Anyways. Ich würde ja jetzt gern sagen. Ich würde jetzt gern sagen, Gren, erzähl uns was über deine Season, aber ich glaube, du bist ein bisschen beschäftigt gerade. Ich glaube, er muss picken. Ist mir egal. Wann wurde ich gewinnt? Du wirst 18:20 geskippt. Ja, 18:20 ist ja noch eine Stunde, hä? Ja, noch 50 Minuten. Um 18:19. Aber du sollst dich schon... Nein, du sollst dich beeilen. Es ist mir doch jetzt... Ich will immer Podcast auf, jetzt nehme ich Podcast auf und jetzt überlege ich mir nicht mehr. Also ich überlege mir schon nebenbei beim Pick, aber jetzt kann ich jetzt erstmal Podcast auf. Es gibt einen Timer aus dem Grund. Okay. Aus dem Grund, ob ich jetzt... Das der 2-Stunden-Timer ist ja dazu da, dass man diese 2 Stunden hat und nicht dazu da, dass man sie nicht hat, dass man direkt picken muss. Ich aber es geht... Es geht vor allem darum, dass wir jetzt in der Woche sind, wo ziemlich viele Feiertage sind und deswegen halt so schnell wie möglich gerne durchkommen würden. Ja. Da und das halt mehr Zeit, dass halt mehr Zeit zum Spielen ist. Ach so, ja, okay, da hast du natürlich recht. Das gebe ich dir. Ja. Ja, was gibt's über das Season zu sagen? BVB. Also ich glaube. Ich bin da in Meinung, ich habe einigermaßen, es ist weit nicht, ich bin jetzt trotzdem nicht komplett zufrieden mit der Season, auch wenn ich jetzt Erster geworden bin und das auch schon am 8. Spieltag klar gemacht habe. Aber ich finde, ich habe zumindest dann auch, man hat dann schon gemerkt, dass sobald, sag ich mal, auch der Gegner auch wirklich progressiver viel versucht, hatte ich dann auch wieder zum Teil meine typischen Displays aus letzter Season oder auch eigentlich die Season davor schon. Ich fand es auch nicht letzte Season, auch im Verhältnis nicht so schlimm, wie es am Ende aussah, doch nicht wirklich ablegen konnte, was mich ein bisschen nervt, weil halt dann schon immer noch zum Teil dumme Sachen passieren, aber ansonsten finde ich, war es doch eigentlich relativ solide. Weil natürlich hatte ich auch viel Glück, das muss man auch dazu sagen, es lief dann schon alles eher für mich als gegen mich, also gegen mich lief gar nichts. Es lief dann schon slightly für mich, aber ich würde trotzdem nicht sagen, also ich finde, es ist einfach bemerkenswert, dass in jedem Game vielleicht ein oder andere oder den meisten Games die ein oder andere Sache war, die vielleicht wirklich für mich ausgegangen ist, aber on for pound auf, trotzdem. Schön. Der slightly bessere Spieler vielleicht, oder finde ich den vielleicht ein bisschen werfen, ich glaube, dass der andere vielleicht gegen Luck für dich, das könnte natürlich sein. Das ist vielleicht doch das Erste, aber ansonsten finde ich, war es eigentlich ganz okay. Aber ganz, ganz eine brutale Season habe ich jetzt nicht gespielt, das ist natürlich schon klar. Na, also schon das Spielglück immer nötig gehabt. Roy ist tatsächlich gegen dich gelaufen. Aber. Sag mal, soll ich Gadi im Kiel rausschmeißen? Nein, das ist ein Topkiller. Der hat alles gemacht. Der hat mein Hottake kaputt gemacht. Ich wollte dich noch wegen deinem Lieblings-Mondi-Season fragen. King Gambit. King Gambit. Ja, der ist geil, aber das Problem ist, der passt nicht mehr so geil ins Team rein. Und ich überlege gerade deswegen. Ich überlege halt gerade, ob ich diesen komischen Fett-Sansa-Pitti da holen soll. Der ist cool, glaube ich. Das ist gerade meine Überlegung. So. Der ist cool. Deswegen schaue ich mir jetzt gerade ein bisschen die Matchups an und schaue halt, was es bringt. Also gegen Dings ist gar nicht so stark. Und andere Frage, ich wollte dich noch fragen, warum findest du, dass Benezaro ins A soll? Weil das Problem bei dem ist, wenn der mal drin ist und seine Turns bekommt, ist der ganz gut. Aber vor allem, ich glaube, im Nuffix ist es auch nicht viel besser, aber vor allem in Gen 9, im Nuffix wird es nicht viel besser sein, der kriegt keine Turns, weil der ist langsam, also verhältnismäßig, von unter 100, also 106 Speed und der ist wirklich ein dünnes Stück Papier. Das ist kein Rewild dünnes Stück Papier, sondern das ist halt, der ist halt 106 Speed. Und dann, wenn der seine Turns kommt, ist der geil, aber der One-Hitted auch nichts unbedingt. Scarf ist der auch nicht geil, weil einfach sowohl Psychic als auch Poison keine geilen Typings zum Scarfen sind, weil du da halt beides mal sehr, sehr gute Resistances hast, die du reinzwitschen kannst und auch Immunities. Und wenn du Immunities hast und dich darauf locken möchtest, dann gibt es eine Immunity, das ist meistens nicht so geil. Also es ist meiner Meinung nach kein geiler Scarfer. Und dann finde ich, verliert er langsam immer mehr seine Purposes, weil dann hat er halt irgendwann nicht mehr so viel, weil auch defensive Mons kann auch nicht so gut reinkommen, weil er fehlt mir auch wieder das Slack-Off oder sowas. Ich finde sogar passen würde zu ihm, aber dann hat er nicht Slack-Off? Nein, dann hat er nicht eben. Mhm. Und dann fehlt ihm halt einfach was, weil da kommt dann halt einfach schwer rein und
gewinnt dann einfach kaum Matchups und dann ist er kein Esmon und so. Wenn er seine Turns kriegt, kann er schon Work machen, kann er schon Progress machen, aber ist Ayu. Im Endeffekt zu wenig. So. Ist Ayu. Ja. Ach du Scheiße. Ich glaube, da merkt man. Das merkt also man wie daran. Ich gerade mal mit den angucke, der ist, sieht wirklich sehr nach Specs mit Parting Shot aus. Ja, aber das Problem bei Specs ist, du weißt, was ich gerade gesagt habe, du weißt dich eigentlich, so Psychic und Sludge Bombs sind wenig Moves, wo du dich gerne drauf locken möchtest, weil so du, CC zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, wo du dich immer geil drauf locken kannst, weil es da wenig Resistances gibt, wenn der Gegner nicht gerade einen Ghost-Type hat. Aber so das ist halt, entweder du musst deinen Focus-Blast treffen und richtig predikten, oder es ist halt nicht so geil, weil Sludge Bombs Psychic finde ich halt nicht die geilsten Types zum Specsen einfach irgendwie. Also zum Beispiel, ich da finde ich halt zum Beispiel mit Ground auch besser. Oder sehr so. Zu viel. Darüber müssen wir nochmal reden. Ja, ja. Ja, klar. Natürlich, das ist jetzt auch keine Diskussion daher. Ist der ist schon günstig, der ist schon günstig auch im A. Ich fand nur, ich wollte nur das nochmal anbringen, einfach so. Ja, nur das wird jetzt ein bisschen zu viel, wenn Grenn weiter ausholt. Ja. Nee, ich fand nur, dass, ich meine, wenn man jetzt über den Kader spricht, kann man ja auch drüber reden, dass der bisschen nicht so gut war. Ja, ich habe ja auch die Frage gestellt, ist okay. Nö. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass das Electros natürlich der Goat ist. Aber es war mir auch vor, dass Season schon klar ist. Oh, bitte nicht. Das erinnert mich an SSD und das erinnert mich an die Leute dort, die dann so hochhypen, die alle so dämlich sind. Sauer. Naja, Electros hat ja schon... Ja, nein, das ist ja nichts gegen das Mon. Ich habe das Mon ja auch gemocht, bis ich die Leute kennengelernt habe, die den hochgehypt haben. Ja, gut, ich weiß nicht, also das ist jetzt auch, weil weiß ich jetzt halt nicht, in dem Sinne, keine Ahnung, was die von dem halten, aber ich finde einfach, so einfach einen extrem coolen Utility-Electric-Type, der halt wirklich dir viel gibt und deswegen, ja. Ja, finde ich auch egal. Cool. So. Ja, ich sehe es, aber ich meine nur, wenn du dann ständig lesen musst, dass du den jeden Spieltag bringen kannst und dass der doch eher bei der Partius höher gehört und bla bla bla, da hast du dann auch keinen Bock mehr. Okay. Genau wie das Überhypen von Turtok und alles mögliche. Gut. Die ist aber hype von Twitter gefahren. Nein. Ich doch, erzähle. Das Overhype nur auf Mark und Knight bezogen. Ich hasse Mark und Knight. Ja, das stimmt. Gut. Und auch nicht auf dem Server von uns. Gut! Du hast einen Hals gehabt. Ich bin so sauer. Ich bin nicht sauer, ich wollte gerade einfach nur. Ich würde auch. Anton war mal besser. Ich bin wirklich nicht sauer. Der Podcast ist da, um zu reden. Ja, aber... Ich kann auch meinen Host wieder halten. Darum ging es mir doch gar nicht. Ich wollte nur... Wir sind wieder komplett abgedriftet. Ihr wart irgendwo bei Turtok. Der ist nicht beim Game. Doch, das heißt nicht... Da habt ihr... Kario hat recht. Wir können auch gerne den anderen Konto weitermachen. Nein, ich wollte euch jetzt noch was erzählen. Und zwar habe ich doch... Wie wir getippt haben. Ach so, stimmt. Okay. Sind ja auch noch. Ja, der Schlechteste war Frank. Hallo? Oh. Franklin hat nämlich genau wieder, also ich habe das so gerechnet, ich habe für jeden richtigen Playoffs-Teilnehmer einen Punkt gegeben und für jede richtige Platzierung nochmal einen Punkt. Okay. Und was Franklin gemacht hat, ist, er hat Bazzi und Grenn in die Playoffs getippt, richtig, und Nox auf die 10 getippt. Nox auf die 10, wen habe ich da runter? Nox ist letzt, es gibt nur 10 Leute. Ja, ich war gerade wieder bei 12, sorry. Die schlechtesten Tipps, die du, glaube ich, gemacht hast, haben wir aber alle gemacht, ist Dömsi auf die 9. Ja. Ja, lag fair auf die 4. Oh. Und Shadow auf die 6, kann man vielleicht auch noch drüber debattieren, aber im Endeffekt ist es ein Differenzpunkt, also nein, ist es nicht. Der Rest war eh okay, da warst du so einen Platz dann halt auf und dann ist halt okay. Bei Differenzpunkten. Und die anderen Sachen, wenn es jetzt so ist, wie ich es richtig gerechnet habe, ist es ein Free-Rail-Tie. Ah. Haben wir nämlich alle. Ach nee, Shadow hat 6. Alles gut. Nur Gren und ich haben geteilt. Shadow hat 6 richtig. Und zwar hast du Gren richtig auf der 1 und Playoffs. Cool. Bazzi richtig in den Playoffs. Ja gut, das war klar. Und dann halt noch Pana Horinox richtig. Kriegt dann Gren und Shadow noch einen extra Punkt, weil sie ja theoretisch... Ja, da war ich mir nicht ganz sicher, wie ich das rechnen soll. Und ich habe es auch schon wieder vergessen, wie ich das gemacht habe. Genau. Also wenn ich jetzt so gezählt hätte, dass Shadow noch einen extra Punkt bekommen würde, also 2, in dem Fall hätte er 8. Und es war dann auch irgendwie, hat dann auch keinen Sinn gemacht. Also, ich habe mir schon irgendwas dabei gedacht, aber ja, ich bin bei 6 rausgekommen. Levinho war, glaube ich, nach der Rechnung hättest du auch noch einen Punkt bekommen, weil du den auf 4 getippt hast oder so, ich weiß nicht mehr. Ja, nach der Rechnung müsste er, ja. Ich hab mir dabei was gedacht, auf jeden Fall war es nicht so quatschig. Okay. Auch hier wieder auffällig, eigentlich nur Dömsi, der Ausraster. Ja, klar. Ja.
Und Lugfey halt. Dass man Dömsi eher auch auf den untergesetzten... Dömsi und Lugfey hätten wir halt tauschen müssen. Ja, ja. Genau. Halt die letzten Seasons vor. Gren 7 von 7. Nicht 7 von 7, 7 von 10. Nox richtig. Oripana richtig. Was habe ich mir noch? Genau, Shadow richtig, Levinio richtig. Also Shadow bis Hori richtig. Und Nox richtig. Und halt noch mit dem Playoffs-Teilnehmer extra. Punkte sind wir bei 7. Lugfey auf die 1 ist halt aber ein totaler Ausfalltipp gewesen. Das heißt, ich glaube, das ist der schlechteste Tipp, den wir hatten. Ja. Ja. Ging nicht so auf. Also noch ein wow. Ist auch noch... Außer, was auch noch ein Highlight war, als wir Krieg als Gruppenkopf gesetzt haben. Das war ja, auch. Das war auch. Aber also, da möchte ich das Wir rausnehmen, weil ich war mir eigentlich von Anfang an klar, dass das ein bisschen eine schlechte Idee war. Wir kommen gleich noch zu einem Tipp, den ich auch sehr stark fand, aber ja, da kommen wir gleich dazu. Und ich habe halt auch 7 Punkte, habe 3 Playoffs-Teilnehmer richtig, habe nur Dömsi halt nicht in die Playoffs getickt, Dömsi auch auf 9 ist ein bisschen schlecht gewesen. Und sonst habe ich auch recht viel eigentlich, ja, ziemlich richtig. Also, ja. Ja. Gut. Dann kommen wir zur anderen Konferenz. In der anderen Konferenz haben wir auch noch sehr schöne Fail-Platzierungs-Predictions. Von welcher Seite wollen wir anfangen? Möchtest du ein bisschen reden, Franklin, oder? oder wollen wir uns das Beste zum Schluss aufheben? Nee, wir fangen von unten an. Haben wir immer von unten? Ja. Wir haben bei HD7 nicht über jeden Einzelnen geredet. Ich wollte es eigentlich auch gar nicht machen, das war eigentlich nicht mein Plan, aber dann haben wir es dennoch gemacht und jetzt ist es ja. Halt so, also. Ja. Und wie geht's sich halt? Ja, ja. So. Franklin darf natürlich auch gerne was über seine Season erzählen. Ja. Am Ende warst du der Goat. Letzte beiden Spieltage. Ja, ja. Wenn man nur die letzten 2 Spieltage nehmen, finde ich die Season gut. Ja. Was ist denn eine einzigen beiden Siege? Ja. Ja, waren so. Ja, ja. Ah. Aber immerhin warst du besser als Nox. Du bist nicht mehr seasonübergreifend letzter. Du hast verbessert zu letzter Season. Aber im Buckel gefackelt bin ich seasonübergreifend letzter. Aha. Schade. Ja, nö, ich will eigentlich nichts mehr sagen. Ich habe das, glaube ich, sogar schon im ersten Podcast alles gesagt. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Eigentlich habe ich 2 Fragen. Einerseits, wie fandest du Fuitente? Fand ich eigentlich, der war witzig. Der war halt, kannst du halt in D picken. Keine Gold. Ahnung. Der hat, ich glaube, das Game sogar gegen Rocky Flipturn anstatt Rapid Spin gedrückt hätte, der gegen Rocky einfach gegoatet. Liebe Fuitente. Ja, meine andere Frage wäre, wie findest du sicher jetzt so im Nachhinein nochmal? Weil ich weiß, dass du dich am Anfang relativ gehypt hattest. Am Anfang habe ich den gehasst. Und dann hat er genau das Problem aufgezeigt, was ich gehasst habe und im Draft gesagt habe. Das ist jetzt ein Boost und Tiefocken hat. Ja. Das ist jetzt 1 Stunde und so. Gren hat gerade 1 Stunde und 20 Minuten gebraucht, um zu skippen. Während dem Podcast gepickt, wenn du den Podcast machen musst. Und natürlich habe ich keinen Plan, was ich machen soll. Ich habe einfach keine Zeit gehabt. Ich fühle mich aber. Nichts auseinandersetzt als nur mit seiner Pokémon-Liga. Der auch sein schon von Spieltag 4 auch schon weiß, was er gehabt hat. Ja. Ja, nee. Also, ja. Okay. Ja. Ich würde dich noch fragen, was dein Lieblingsmon halt war, weil ich das jetzt jeden gefragt habe und. Indeed. Indeed. Es ist arsch schwierig, ne? Mhm. Warte, wo ist mein Kader? Was hatte ich denn? Da ist mein Kader. Also in wen teilt es denn? Ja, also ich glaube in einer Liga. Wen fandest du überhaupt gut? Keine Ahnung, Kiesler fand ich lustig. Ja, dachte ich mir. Ja, stimmt. Oder Koryoke ist auch ein geiler. Torterra, move wir den ins C oder? Ist einfach nur nicht der Kader dafür gewesen. Okay. Oder ja, du kannst ihn auch ins C moven. Ich habe halt, keine Ahnung, der kriegt halt seinen Shell Smash mehr raus und hat dann gegen Grass-Types und was halt, sobald der
Gegner irgendwas einen Step resistet, hast du Probleme, den letzten Slot zu füllen. Ja, okay. Ja, es war nur eine Frage so. Ich weiß, weil du bist, glaube ich, mit Anton auch so der Einzige, der ihn gepickt hat. Ich meine, du hast auch nicht so viel mit dem gemacht. Aber hätte mich halt gerne mal interessiert. Ich hätte gerne ein bisschen mehr von dem gesehen, weil ich den schon mit Shells mich echt gar nicht so schlecht finde, immer noch. Und ja, ich habe den ja auch nur gepickt, weil du meintest, ja, der ist geil. Ich finde auch immer noch geil, eigentlich. Und das Problem ist halt, keine Ahnung, Nutdeck stelle ich mir den halt geiler vor, wenn du so ein Team hast, was sich halt die ganze Zeit so defensiver agieren kann. Und dann holst du den halt, keine Ahnung, beispielsweise fällt mir jetzt gerade Corby oder keine Ahnung was, holst du den in Corby oder mit Slowbro rein und drückst Shell Smash und dann geht der ab. Aber hier so, das Team war ja darauf ausgelegt, die ganze Zeit zu pressuren. Also, ja, ja. Wusste ja irgendwie in dem Meta, meine ich so. Hm. Nee, das Team war nicht dafür ausgelegt, deswegen war es ja auch so kacke, aber. Ja. Ja, keine Ahnung. Hab ja jetzt nicht viel. Gen 9 ist halt einfach nicht so deins, hast du auch schon öfter gesagt, also. Ja. Dann ist halt so. Nächste war dann... Nee, es war Xatu, nicht? Ja, Xatu. Xatu hat halt am Ende einfach irgendwie nicht mehr geantwortet, leider. Wurde dann von Hexer ersetzt. Oh, ist einfach gequittet. Hat jetzt aber, glaube ich, auch nicht so einen großen Unterschied gemacht. Nee. Hat, ja, so performt eigentlich, wie wir es erwartet haben. Ja, ja. Mehr im Sinne vielleicht von neuem... ja, so wollte ich es jetzt nicht sagen, aber ja. Mehr im Sinne von einfach mal diese Mons getestet da, die neuen. Ja, ja. Nicht wirklich... ja, nichts wirklich, was herausgestochen hat. Ich kann mich auch echt auch hier wieder an wenige Games erinnern. Tusk hat die meisten Kills offensichtlicherweise, weil es Tusk ist. Ich würde sagen, es ist ein Tusky. Ja, und so. Einfach halt bisschen gespielt, nicht wirklich da eingegriffen ins Playoffs-Geschehen. Man hat 2 Games gewonnen. Gegen wen hat er eigentlich gewonnen? Also gegen... keine Ahnung. Weiß es nicht, was gegen Franklin halt war. Deswegen. Nicht? Ja, auf jeden Fall Hexer, ja. Gantes? Wahrscheinlich Gantes. Gantes könnte sein. Besser, dass er gegen Bäumchen gewonnen hätte, aber diesen Dings gespielt. Ja, diesen Goose Energy, so. Ja. Gegen Gantes hat er gewonnen, also Lukas. Rudi. Gegen Rudi! Rudi! Ne, er hat nicht gegen mich gewonnen, das akzeptiere ich nicht. Aber was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass er mit auf einmal nicht mehr geantwortet hätte. Ja. Ja, weil man auch. Das eigentlich von Xatu nicht kennt. Doch, von Xatu, finde ich, kennt man das schon ganz gut, dass er nicht antwortet. Aber so halt gar nicht mehr ist halt bisschen. Nein, dass er nicht antwortet, klar. Aber dieses aus der Liga komplett ohne was zu sagen, auszusteigen. Ja, das ist ja, schon komisch. Ich verstehe halt auch nicht, das passiert ja bei Xatu wie öfters. Der ist ja öfters einfach mal weg. Und ich verstehe das halt nicht so, wie Discord einfach von seinem Handy weggelöscht. Oder wie ist das? Wie ist das halt zu erklären? Weil, dass du halt einmal, du kannst ja am Klo mal schnell drauf. Einfach mal drauf gehen und sagen, okay, ja, jetzt. Nein, Bro, jetzt, geht nicht. Tut mir leid, ich habe absolut keine Zeit und. Hallo, Roy. Einfach mal schnell wegschicken. Das ist halt der Arbeitsaufwand von einer Minute. Hallo, Roy hat da auch mal auf sein Handy kein Discord. Aber was mich bei Xatu eher mal. Was mich da immer ran immer stört, ist eher dieses, er ist online, aber antwortet nicht. Ja. Obwohl in letzter Zeit ist er häufig offline, aber ja. Ja, Shadow, du sollst dir übrigens auch so langsamer Gedanken machen wegen deinem Pick. Ich will keinen Stress machen, nur so dann. Aber nicht doch, du. Du bist nicht danach dran, aber wenn Batzi pickt ja schnell, wenn Dömsi gepickt hat, dann. Ja, geht's ja schon schnell. Ich muss hier nach einkaufen. Du musst einkaufen. Ich kann dir nebenbei schreiben, aber. Ja, ich guck auch ein bisschen dann wieder mit, aber. Danke. Ja. Gut. Wollte jetzt auch keinen Stress machen. Ja, Xatu. Aber wir zu dir kommen. Ja, ich meine, ich finde es ein bisschen komisch zu sagen, dass es ich bin, weil ich hätte nicht gegen Flixer verloren, weil ich nicht auf Blitzer creep. Das war wirklich die lächerlichste Nummer, die es jemals gab. Lächerlichste Nummer, die es jemals gab, war ja, sei froh, dass ich wenigstens was gesagt habe und ich einfach aus der Liga gegangen bin. Die Aktion fand ich noch schlimmer als Mimi. Wirklich ist es auch, geht gar nicht. Ich habe wenigstens Poke Gunness noch. Ich hätte ja, wenn ich wahrscheinlich den Headbutt hätte gegen Niklas, ich meine, ich darf mich da in dem Game nicht beschweren. Ich hatte endlich mal ein cooles Game gegen Niklas. Muss ich schon sagen, so, das hat mir Spaß gemacht. Und habe ja auch jede Hydro getroffen, ist schon okay, dass ich da den Headbutt mit. Aber hätte ich ja sogar 3 Siege geholt aus den 4 Games. Also mit dem Kader war auf jeden Fall mehr möglich. Ja. Und du hast doch gar was reingebracht, musst du mal mit bedenken. Ja, ich meine, gut, ich hab den Kader besser gemacht. Ja, hast du. Obviously, ich habe Ambion rausgepickt. Ich meine,
Da war halt am Anfang eine Wundertüte, weil wir nicht wirklich kannten und deswegen haben wir weiter unten einzuziehen und am Ende war er halt richtig genau das. Ja. Oh, King Lord Nickel also, hat sich Ambion reingepickt. Ich wollte gerade sagen, warum hat sich jetzt Ambion reingeholt? Hä? Der macht doch gar nichts gegen dich, oder? Ja, oh, hat Bock gegen dieser Setup zu geben. Rein da. Das solltest du nicht sagen, weil Niklas hört den Podcast, aber... Wow, Grüße hier übrigens an der Stelle. Es ist natürlich, muss ich natürlich cool anfühlen, jetzt, wenn wir die ganze Zeit über Ambion geredet haben und dann... ja. Ich habe es tatsächlich geschafft, jedes Mod mitzunehmen in der Zeit, wo ich den Kader übernommen habe. Das hat mich gefreut. Ja. Aber sonst... Ja, ich habe jedes Mod mitgenommen in den vier Spielen. Deswegen kam ja auch Neuwann am letzten Spieltag, ohne dass ich wirklich aufs Matchup geschaut habe. Du hast ja nie wirklich aufs Matchup geschaut. Du hast einfach Mons geloadet. Ja, das war auch ein Kampf gegen mich so. Ja, wir bringen einfach beendet Trager, das bringt schon was. Nee. Du hast auch gegen Bäumchen gebracht und Bäumchen war auch so, wow, bring ein Special Trager. Nee, aber ihr seid alle Hater, beendet Trager ist cool. Nein, ich bleib dabei, dass du einfach viel auf dieses Scheißmon hast. Nein, also ich bleib dabei, nach dem Kampf hast du mir noch bestätigt, dass das kein Ja, gegen Sinn dich hätte Willow Hex besser gepasst, das stimmt schon. Gegen Bäumchen bin ich da eigentlich der Meinung, dass es schon Sinn gemacht. Gegen Bäumchen hat Andy Hooper keinen Sinn gemacht. Aber ja, das stimmt, weil alles nicht einfach mit Futter geht, wie ich es dir gesagt habe. Ja. Ich bin eigentlich nur sauer, dass Belly Bolt dich geowned hätte, aber nein, dieses Belly. Ja, aber ich hätte eh physisches Trager gehabt. Ich hätte halt Willow, Hex, Dragon Darts gebracht. Ja, aber das hätte dann nicht mehr gekillt. Aber ich hätte halt, ich wollte halt was spielen, was Sneasler One ist. Das habe ich dir auch erklärt. Deswegen ja, alles war Bandit. Aber One hittet Specs Draco nicht. Ja, aber Specs macht gegen Fangen keinen Sinn, weil der Tinkerton hat. Ja, ja. Specs macht aber mehr Sinn, weil du damit besser Flamethrower hättest. Kill einfach Flamethrower einfach. Ja, du hast ja auch noch einen Ting Lu. Ja, er hat auch noch einen Ting Lu gehabt. Ting Lu verstehe ich wegen Ting Lu. Er hat auch noch einen Ting Lu gehabt. Aber der Wild Fist darf ja auch aus dem Leben. Immer Willow. Der Wild Fist, ich hätte einfach Willow spielen müssen. Also ich verstehe jetzt nicht, dass Tinker tatsächlich jetzt nicht das Problem, weil ich glaube, du doch auch von Shadowball getwittert, oder? Ich meine, Shadowball auf dem Flammenwurf. Tinkerton hat eine gute Speed-Def. Ja, aber Tinkerton gibt schon 105 Speed-Def, 85 HP. Ja. Ich habe aber auch immer die Moves gespielt, die müssen können. Also ich habe schon immer auch Fire Blast gespielt und nicht Flamethrower. Ja, also ist ja auch so. Aber machst du ja aber auch immer. Ja, ich bin da auch confident in mich, ist auch wichtig. Ja, deswegen war auch Brigaron gegen dich mit, einfach nur, dass er dabei war. Nee, Brigaron war gegen dich mit, weil ich Bock hatte auf den. Aber irgendwann verlierst du ein crucial Game, weil du Fire Blast bist und dann bringst du es nie wieder. Ich meine, ja, nee, wenn ich kalt, mache ich das ja auch nicht. Nur ich bin halt davon ausgegangen, dass ich es brauche jetzt, die paar Spiele, die ich hatte. Klefki ist wahrscheinlich, was ich so ein bisschen gelernt habe, das beste Mod in der Meta mit. Unter anderem, das ist wirklich geil. Der hat alles gemacht. Glimmora fand ich nicht mehr so geil, wie ich denn die Season fand, wo ich denn das erste Mal hatte. Endlich. Und Rotom, Wash und Pult sind die besten Mons, die existiert. Und Hooper U ist in Ordnung. Aber hat sie nicht deine Meinung zu Hooper U ein bisschen verbessert? Ja, ich fand ihn damals halt scheiße. Ich fand ihn halt damals scheiße, wo ich den noch nicht hatte. Und jetzt finde ich ihn in Ordnung. Aber er hat halt viele Schwächen. Ja, ja, klar. Das hat man halt, habe ich halt schon gemerkt. Ich meine, alles und seine Mutter ist schneller und du hast U-Turn. Ja, echt. Naja. Was war dein Lieblingsmann? von den vier Spieltagen? Ja. Wenn ich jetzt Puls sage, bin ich langweilig, ne? Ja. Soll ich doch das so enden, abgelehnt ist vom Pult? Rot und Bosch. Das ist aber auch... Rot und ja, okay, wow. Ja, alles gut. Also, du nimm halt Pult, weil... Ja, ich will jetzt nicht das vorsagen, aber keine Ahnung, Pult ist, Wash ist genauso langweilig, weil du den gefühlt auch schon 10.000 Mal hattest, ja, weil du den wahrscheinlich maximal einmal hattest bis jetzt. Ich hatte Wash, ich hab den Spiel den gerade in der, also wir, Shadow und ich spielen ja gerade in der Radical Red Liga und da haben wir den zum dritten, also hab ich den jetzt zum dritten Mal. Was ist Radical Red Liga? Radical Red ist ein Pokémon-Hack tatsächlich und da sind Sachen angepasst. Da hat Rotom Wash Scald und den werden wir auch jeden Spieltag bringen. Ja. Weil der alles macht. Ja, gut. Ja, sonst ja. Wahrscheinlich, wenn du sagst, die beiden nicht, dann Klefki. Aber. Dann was? Klefki. Ja, okay. Ja. Aber Akani fand ich arsch ohne Teleport, den habe ich auch nicht mehr considered irgendwie. Und, macht auch komplett Sinn. Und keine Ahnung, ja. Ja, aber ich finde, ich habe mich
ja, solide geschlagen. Außer gegen Rogi, da habe ich ein bisschen Braindead gespielt, aber an dem Tag war ich auch nicht so ganz in Pokémon-Stimmung. Aber das passt ja, da hast du ja für jemanden Braindead das übernommen, also... Ja, genau. Also ich finde... Eigentlich musst also du genauso ungefähr so gut sein, wie der, den du übernommen hast. Und ich war... Und ich finde, du hast besser gespielt. Ich war schon zufrieden eigentlich. Und Pokégante, über die Season reden wir nicht. Pokégante hätte wahrscheinlich nicht einen Win geholt. Ja, wahrscheinlich nicht, ne. Ja, nee. Reden wir auch nicht drüber, ist eh... Der verbotene ja. Typ, aber ja. Okay, wenn wir über Bäumchen reden, der Goat, ich liebe ihn. Über Bäumchen, die Season habe ich auch gar nicht so viel mitbekommen. Weil du ja jeden Spieltag Meloetta gebracht hat. Ja. Liebe Meloetta. Außer Spieltag 7. Das war nicht gegen dich, das weiß ich. Das weiß ich auch. Keine Ahnung. Weil Meloetta dich fistet. Ich finde Bäumchens Kader halt immer noch nicht, das haben wir auch bei der Kaderwertung gesagt, dass der Kader wirklich nicht so geil ist. Ist auch nicht. Greninja war bei Bäumchen. Ist halt ein Bäumchenkader. Er hat halt die Mods gepickt, mit denen er irgendwie so muss, die er kannte. Und hat dann halt versucht, mit denen abzugehen. Also ich meine, das ist ja kein Wunder, dass jetzt Greninja irgendwie, ich meine, der kam jedes Game mit, aber hat nie was gemacht. Aber Eisenfalter hat immer was gemacht. Das ist halt Eisenfalter, ist halt das Brotmon, was es gibt. Und Meloetta ist dann wahrscheinlich Brotmon 2.0. Brot? Bäumchen. Ja. Scheiße. Würde ich sagen, du meinst das Bäumchen. Ist, weil die beide mit B beginnen. Das ist voll schwierig. Und es sind vor allem auch beides. So Objekte. Okay, also objektifizierst du jetzt Brot und Bäumchen. Schön. Nein, Baum und ein Brot. Nee, das lassen wir jetzt so stehen. Ja, das lassen wir echt mal so stehen. Okay. Nee, ich fand halt auch, Greninja war sehr underwhelming bei Bäumchen. Leider. Ja, ich glaube, das ist ihm öfter passiert. Ja. Und sonst, keine Ahnung, halt einfach nicht wirklich gut performt und das, was ihr eh schon angesprochen habt, da war auch nicht wirklich eine Variety an Monster dabei, also ich glaube, Bäumchen hat auch die Season nicht so viel Spaß gehabt wie davor. Aber ich glaube, der hat sehr viel Spaß mit Rudi vor allem. Stimmt, Rudi und Bäumchen trash-talken sich ja immer. Bäumchen hatte einen regulären Sieg ohne... Ja. Oh, Bandtech nur 2 Siege, ja okay. Hat halt einen 6-0 Geduld bekommen, aber ja. Ja. Ein Bäumchen hätte ich schon noch vorbeiziehen können, das wäre schon noch möglich gewesen. Ja. Gut. So. Letzte Season war besser. Rudi, ich bin überrascht, ja. Also Gren ist nicht überrascht, weil Gren hat ihn auf 6 getippt, Frank hat ihn auch auf 6 getippt. Yeah. Ist halt scheinbar die Goals. Keiner überrascht. Ja. Aber für mich war das so, habe ich nicht mitgerechnet, dass es so schlecht läuft. Ja, also wie gesagt, also ich habe ihn ja auch aus Kunden aus 6 getippt und das ist auch genau das, was auch eingetreten ist. Ja. Rudi habt eben weniger Motivation und glaube ich halt ab irgendwann, wenn es halt nicht mehr so gut läuft, hat auch irgendwie, wahrscheinlich spielt er dann auch einfach weniger. Die Liga ist wirklich sehr hart besetzt. Das war wirklich eine, also im Gegensatz zu anderen ist das schon brutale Qualität, die da halt rumläuft und dann hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er jetzt 4-5 geht, sondern vielleicht eher 5-4, aber ja, in dem Sinne, dass sich vielleicht nicht so ganz gut läuft, kann ich mir eben vorstellen, weil einfach die Leute über ihm vielleicht dann doch nochmal erstmal auch einfach so wieder spielen vielleicht und halt auch ein bisschen mehr Motivation und wie gesagt, Rudi ist halt so ein Spieler, der, wenn es läuft, hat der richtig Bock und dann, wenn es nicht läuft, ist halt eher so, ja, ich fetz halt das CB so hin und ich spiele vor allem das, was halt vor allem der Ladder jetzt das Brokenste ist oder das ist einfach so broke, deswegen spiele ich das jetzt und das ist nicht, ich habe das Gefühl, es ist manchmal nicht so ganz dieser perfekte Plan, so es ist halt, ja, also man merkt schon, dass Rudi ein Ladder-Spieler ist, so. Ja. Und Spoiler, Dingsbax Calibur und Ursaluda sind nicht Bugworthy. Ja, wobei Baxcalibur bei Rudi schon gut Work gemacht hat. Ist Baxcalibur sowieso wahrscheinlich vom overhatedsten zum overhypedesten Mann geworden. Aber ich finde auch, der hat jetzt seine komplette Berechtigung, seit die Leute checken, wie man den spielt im S. Ja, auf jeden Fall. Mit Rexbeser nämlich. Als Maul. Ja. Ogapon Grass war halt richtig scheiße. Das habe ich Rudi auch nochmal gefragt. Und das letzte Game gegen Eren hätte vielleicht halt anders ausgehen können, das weiß man nicht. Dann hätte er halt 5-3 gestanden, aber es hätte ja trotzdem nichts geändert. Also 5-3, 5-4. Fuck. Ja. 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 Also Rudi hat eine sehr underwhelming Season gespielt für das, was eigentlich in seinen Möglichkeiten liegt und auch mit dem Kader. Ja. Klar. Gut. Blitzer. Ja, Blitzer.
glaube, das ist das teuerste Buckelgefackel. Wer will einsteigen? Flixer oder Blitzer? Flixer. Flixer. Okay. Flixer mit Flixer. Flixer mit Blixer. Deutsche Union, nur dass der Einbruch schneller kam. Ja. Ja. Ich glaube, der hat die maybe zu stark auf diesen Anfang ausgeruht am Ende. Ist einfach auf All Scheiße, eins von beiden. Nein. Also der hat ja auch schon gute Games. Also das Game gegen Erren, das Game gegen Erren war ja schon richtig gut, ja. Weiß auch nicht, was da passiert. Aber so gegen Franklin fand ich es halt zum Beispiel katastrophal. Also ja, ich glaube aber ehrlicherweise, ja. Ich hab nur gesagt, sein einziges Low-Kicks-Game und dann wirft er den so beschissen ab. Das heißt also so, ja. Ich glaube, ehrlicherweise ist auch einfach, wie gesagt, die in den ersten Matches die Umstände so verdammt möglich spielen, dass er immer so gesweept bekommen hat. Ja. Und dann halt einfach vielleicht doch gar nicht mehr so gut ist. Da hat er gegen Erren halt ein gutes Spiel gehabt. Aber dann halt wahrscheinlich dann auch, wenn die Loses kamen, kamen dann wahrscheinlich auch für ihn sehr überraschend, weil er eigentlich gedacht hat, dass er da durchmarschiert, weil halt eben ein paar Games sehr, sehr glücklich liefen. Gegen Hobby. Und von seiner spielerischen Qualität vielleicht dann doch nicht so sehr. Das ist, was es, wie es am Anfang aussah in dem Sinne. Und ja. Also dieses 6-0 am Anfang, das war schon sehr schmeichelhaft. Ja, ja. Auch das, was wir gesagt haben. Dass halt auch die anderen, er hat ja auch andere Games ziemlich schnell. Nein, ich meine, dass er 6-0 steht am Anfang. Ach so, ja, ja. Ah, 5-0, er stand nie 6-0. 5-0, 5-0, okay. War schon, weil halt, du hast das Komo-Game gehabt, dann hast du wo er halt einfach Unaware ignoriert hat. Das gegen Pokegantes. Das Ura-Pom-Feuer-Sechser-Game. Ja, 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 es waren schon so, wo Xatu probiert hat, mit Furret ein Item dem zu tricken. Ja. Das, oh, so Gott. Sachen sind halt einfach gegen Flixer dann häufig passiert. Das ist so ein bisschen. Ja, ja. Bisschen vergleichbar mit dir, nur du bist halt dann der bessere Spieler letztendlich. Mhm, ja. Was ich halt auch sagen muss, dass du halt auch gemerkt hast, wie Salty Flixer dann auch immer war, passend zu seinem Logo, wenn er mal Games verloren hat. Also. Ich habe vor allem gegen Franklin gesehen. Ja, aber auch gegen Rudi war anscheinend auch nicht so geil. Gegen Noah, glaube ich, auch. Also, Rudi eh der Geist. Ähnlich gegen Noah. Gegen Noah hat er gewonnen. Rudi gegen Karl N. Gegen Karl N ging es noch. Aber auch da war wieder so: Warum bringst du das und das nicht? Yikes. Sorry. Yikes. Ja, also, es war auch manchmal nicht ganz so cool, aber. Auch so dann aus, also so, was ich halt nicht so cool fand, war auszunutzen, also so zu hoffen, dass Franklin nicht Unaware hat und dann mit Chromo darauf das auszunutzen, darauf zu gehen, dass es die Fähigkeit ist, die er verkackt hat. Ja, weiß ich nicht. Und dann nicht restarten zu lassen. Es gehört ja halt zum guten Ton, dass man restarten lassen. Ja, im Endeffekt ist es ja einfach Instant Karma gewesen. Ja, ja. Ja, war es auch. War basically nutzlos. Und also ist halt, danach ist es eh geil gewesen. Es ist halt auch ein bisschen so, es gehört, wir verlieren, wir starten halt hier immer neu eigentlich. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie, weiß ich nicht, was sind. Es ist ja auch immer noch im Spaß. Nee, also ist es ja. Darauf dann zu gehen, fand ich schon ein bisschen. Aber also man muss ja, klar, man muss aus Respekt erstmal warten, was der Gegner sagt, aber im Normalfall wird hier neu gestartet, egal was gesagt wird. Ja, aber ich will jetzt trotzdem nicht unterschlagen, dass Flixer irgendwie eine schlechte Season gespielt hat oder so. Der hat ja schon gut gespielt und auch mit Blitzer hat er gut scheinen lassen, auch wenn ich das auch ein bisschen schmeichelhaft fand, dass der so viele Kills hat am Ende, aber. Also ja, das Pokegantes-Game ist halt auch wirklich witzlos gewesen. Also nicht von Flixers Seite, aber halt von Pokegantes Seite so, ja, warum muss ich mich darauf treffen? Das ist ein Dämon. So. Hat ja, wenn er im B gewesen wäre, hätte ich mich gecreept, aber nur weil er jetzt im B ist, creep ich mich. Ja, ja. Einfach ja, nur ja, es ist dumm. Aber auch hier, wenn ich mir das hier nochmal angucke, Mann, die Kader sind so weit hinten. Blitzer ist ein Topkiller und sonst halt. Sandama hat auch einmal viel gemacht, stimmt. Und auch hier fand ich Ninetales auch wieder ganz cool. Also Ninetales hat mir so, das war für mich so die Entdeckung der Season, was ich so gesehen habe. Und als er Corvin halt angefangen hat zu bringen, hat er Games verloren. Naja. Er hat ja Corvin halt auch gehasst. Der Feind. Aber Kommo ist auch wild. Immer 6 Kills und dann gefühlt nicht mehr dabei. Ja. Und dieser Beatori hat mir auch ganz gut gefallen bei Flixer. Das ist auch gut. Da bin ich auch mal so gespannt, ob der so geil wird irgendwann später. Was mich jetzt so im Nachhinein erstaunt, ist, dass Lokix nur einmal dabei war. Ja, ich finde Lokix aber auch echt nicht geil. Ja, also trotzdem bringt dann einfach immer Bandit Scarf, der kann, also wenn du die von Bandit Scarf, rein da. Du weißt, was ich meine, Bandit Scarf. Und der kann Knockout zu haben mit dem Damage und dem Speed ist immer solide. Ja, klar.
Und man muss halt auch sagen, dass es auch Roy gesagt hat, diese Donphans, die Formen sind einfach die besten Mons im Game, gefühlt so, weil die halt progressive Spinner sind, alle, die sind halt geil. Einfach in Gen 9. Also ich finde, Hexer. Flixer hatte das beste Hazard Game, also zum Wegmachen, Control, Hazard Control. Unter anderem, ja. Ich hatte auch recht. Kramor, Donphan. Minecraft hatte wahrscheinlich zum Legen das beste Hazard Game. Ja, aber er hatte halt so ein. Also Donphan Corby ist schon fast das Maximum, was du rausholen kannst. Ja, ist schon krass. Ja, ja, ja. Ohne dich jetzt irgendwie stark zu beißen. Sandama, der Spinner. Ja, stimmt. Du Hater. Ich noch Spin. Aber man muss sagen, er hat Sandama auch gut scheinen lassen, das war... Ja, da. Ja. Der sah einfach gut aus. Der war halt auch einfach Giga-Free im C, oder im D, oder wo auch immer der war, muss man einfach mal sagen. Giga-Free, so wie Android Ninetales und Okapon. Der musste nochmal sein, sorry. Alola Volnona, das ist ein freees B-Mann, sorry. Nee. Wollten wir noch irgendwann mal was sagen zu Flixer, oder? Dann reden wir über die Playoffs-Kandidaten. Der Part, den er gebeutelt hat. Dann reden wir über die Playoffs-Kandidaten. Noah Alola. Freut mich, dass er drin ist. Ich weiß nicht, ob er vielleicht eher. Nee, er ist nicht nur drin wegen dem Game gegen Eren, was nicht gewertet wurde, weil er 6-0 bekommen hat. Und er hat auch so einfach. Ne, Noah hat gegen Eren ein 6-0 bekommen. Echt, lol? Ja. Yeah. Gar nicht mitbekommen. Bisschen unlucky. Ich hab meine Backe gepackt, dass sie ihn kaputt gemacht. Aber alles gut, Eren hat ja auch ein 6-0 gegiftet bekommen, mehr oder weniger. Das ist jetzt schon wieder ausgeglichen. Ja, okay. Gegen wen hat er ein 6-0 bekommen? Gegen Rudi. Ja, okay. Rudi ist auch echt der Mensch, ich liebe es, wenn du mit Rudi Games spielst. Rudi ist toll. Also ich muss sagen, die Kommentare am Ende, das war wirklich, das hat, also ich meine, also man wurde auf jeden Fall, du weißt nicht, ob Rudi jetzt eine Season überhaupt komplett krank performt oder mittelmäßig performt, aber es ist auf jeden Fall garantiert, dass Rudi dich in irgendeiner Art und Weise unterhaltet. Ich hab's auch immer genossen, mit Rudi zu schreiben wegen irgendwas, wegen der Season. Und dann die Kommentare, ja, ich dachte, dass du auf Dings da bist, was da im Prinzip geschrieben wurde, was immer, da war irgendwas, ich dachte, dass du schon fahrlässig auf Rex Mesa so drin zu bleiben oder so. Ja. Nun auf Obama State ist ja auch toll. Ja. War schon gut. Naja, gut. Noah hat eigentlich eine solide Season gespielt, also kann man auch nichts sagen. Ich glaube, es ist jetzt auch nichts bahnbrechendes, was Noah gemacht hat. Nö, oder? Der hat halt Noah-Sachen gemacht, ja. Also, es klingt immer so gemein, wenn man sagt Noah-Sachen gemacht, aber das meine ich ja in dem Sinn was Gutes. Ja, also ja, hat konstant seine Games gewonnen, 3 Niederlagen gut gespielt, seine Mons gut ausgespielt, Ogapon und Torn scheinen lassen, also... Genau, halt, wie gesagt, als normal. Noah, hier sieht man halt auch, Olanga kam auch immer im Vergleich zu Livigno, das ist das, was ich eigentlich eher erwartet hätte, so. Ja. Weil der auch einfach, wie gesagt, Screens. In Gen 9 haben wir schon drüber geredet, dass die sehr gut sind. Außer Luna hat leider nicht so viel gemacht, das ist halt, weil der im Netdex einfach besser ist, so muss man sagen, und dann, Gut, weil ich habe mir gesagt, wenn es ein paar Mamo nur zweimal mitkommen. Ja. Aber ansonsten. Ich glaub, du bist aber auch einer der 3 Menschen auf diesem Planet, die paar Mamo mögen. Oha! Anyways. Ich glaube, das stimmt. Ich glaube auch, halt der wird am Anfang. Es gibt nur 3 Leute, die paar Mamo mögen. Zumindest 2, die paar Mamo mögen. Ja, aber ich kann den nicht einschätzen. Da fehle ich mich leider mit dazu. Ich kann den nicht einschätzen, aber ich glaube... Pamomamo. Geil ist der nicht. Pamomamo? Pamomamo, Nattex, Liga mit Revive, Blessing. Also magst du... Immer Best Talk. Nee. Wie heißt das? Kleopatra? Nein, das ist diese Königin. Wie heißt Kleopatra, das? Kleo... Psio. Dieses... Leoparda. Kleopatra. Kleopatra. Kleopatra mit... Mit diesem Move. Assist. Wie heißt das? Assist, oh nein. Assist, also und dann Revival Blasting, wo du einfach immer endlos einfach für Peace-Doll kannst und dich endlos da hochrecovern kannst. Klingt schon cool. Naja. Ja, an sich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es zu Noah noch groß zu sagen gibt. Hat halt. Da gibt's nicht viel zu sagen. Wir müssen wirklich über die Ogapanzer nochmal in die Diskussion gehen nach der Season. Das ist das auf jeden Fall. Die heilige Mons. Apropos Ogapon. Mich hätte anmerken, dass nur das Wasser-Ogapon in die Playoffs geschafft hat. Hm. Mit den. Stimmt, beide Wasser-Ogapons sind drin. Warte mal. Feuer sind raus? Beide?
Ja, Feuer sind beide Rock raus, ist auch einmal raus. Und Rock ist einmal raus und einmal wird es reingetragen. Aber Rock hat auch HD7 gewonnen. Genau. Aber Wasser ist halt der geilste. Das Geheimnis sehe ich jetzt einfach mal nicht mit dazu und HD7. Auch nicht. Ja. Ja. Scheiße. Sorry. Scheiße. Scheiße. Alles gut, macht ruhig weiter. Ja. Habt ihr schon mal hier das Mon gesehen, wenn man es die darauf drückt und ist man gelockt? Meinst du Axanthor? Ja. Hat Eren sich einmal auf SD gelockt eigentlich? Nee, ich glaube, er hat aber erstmal einen Kill mit dem Mon. Oh, der kam auch fast nie, ne? Ich verstehe halt nicht, warum du ganz ihn halt immer bringst. Es ist so, der hilft dir eigentlich in der Meta genauso gut. Ich finde Axanthor geil eigentlich. Stone Axe ballert immer. Nicht so verstanden, warum der jetzt so. Ich meine, der kam 5-mal von 9-mal, ist okay, aber hat nicht wirklich was gemacht. Gut, der hat aber auch selber gesagt, dass er ihn okayisch findet eigentlich mit Draft-Ton. Ja. Also, wirklich geil. Wir haben eben beim Draft drüber gesprochen. Ich glaube, da hat er gesagt, dass er den eigentlich schon sehr, sehr stark findet. Ich weiß nicht, ob er das jetzt immer noch sagen würde. Beim Draft war er schon sehr überzeugt von dem. Jetzt war der halt okay, da hat es aber kein Match so richtig krass, war der jetzt nie. Müssen wir eigentlich sagen, dass Erens MVP Roaring Moon ist? Oder weil der Franklin und Rudy gesweept hat? Oder nein, ist es nur Stat-Paddling? Das war schon Rachi. Das war schon Rachi, oder? Ja, ich glaube auch. Rachi? Ja. Boah, ich finde seinen Kader nicht. Rachi nee. Oder Grella Weezings. Nee, Ursaring. Ah. Ursaring auch. Ursaring ist auch unfair. Ursaring ist auch OP. Das ist halt echt, also was der alles taggt, das ist unfassbar. What the fuck? Was der für, also wirklich, wenn du mal mit dem kalkst, das ist deutsche P2, aber in schlimmer, wirklich. Ja. Ja. Halt kein Recovery. Und du kannst ihn nicht knocken. Ja. Also eigentlich bessere P2 eher auch ein K2C. Tierlis machen wir dann auch irgendwie. P2 hat ja jetzt auch Teleport so verloren, das ist ja ein bisschen, ja. Also wie gesagt, man muss eh schon, weil der zweite DLC kommt, ja. Dadurch ändert sich ja auch nochmal Sachen. Wir können übrigens Latias Don nicht ins A reden, das ist ein Problem. Wieso? Weil der einen Move bekommen hat, da reden wir wann anders drüber, aber das ist nicht so cool. Und Latias ist fast bannwürfig. So. Ja, genau. Wieso? Warte. Okay. Zur Zusammenfassung, die haben beide den Standard-Move, der um 50% die Spätze-Attack senkt, auf einen 95er-Move gesteigert. Ja. Plus dazu haben die noch diese Psychic-Noise, wodurch die jetzt auch nochmal alles wollen. Psychic-Noise ist auch richtig gut. Ja. Anyways, ja. Egal. Anyways. Können wir danach noch drüber reden. Ja. Ich hätte gern mehr von Hiso Überschlagwill gesehen, weil ich mit Dismon immer noch nicht einschätzen kann, aber... Ist halt der wurde letztens ausgedraftet, aber... Ich auf den vorbereitet habe. Simakar leicht angeschlagen, nur auf der Bank. Willst du mich jetzt komplett ficken? Roy hat mir 40 Millionen für den geboten und ich habe nö gesagt. Gut. Wir... Scheiße. Gehen wir weiter? Reden wir noch weiter über Eren? Nö, ich glaube, wir machen... Ich würde auch gerne ins Schlaraffelland. Das gleiche hast du, glaube ich, schon gesagt, das letzte Mal. Okay. Ja, wir müssen auch mal. Ich muss bald schlafen. Wir haben 18 Uhr, Rentner. Ja, laut der alten Uhrzeit hätten wir 19 Uhr. Ja, okay. Ja, wir können ein bisschen, alles gut. Roggi hat halt sein Rain-Team gespielt. Ich finde, Voltrian in dem Team hat man wirklich gesehen, dass der im Regen ein Biest ist. Ja, auf einmal kann er was. Im Regen ist der ein Biest, muss ich schon zugeben. Also, weil du hast. Ich hab den im Schnee gespielt, da war der nicht so geil, aber. Aber wenn du halt Thunder Hurricane immer durchspammen kannst. Rocky hat den ja auch mal Lorb noch gespielt, das ist schon krass, das ist schon stark. Also, denke ich immer, dass der blöde Vogel Nasty hat, aber dabei hat er nur Competitive. Stellt euch mal mit Nasty vor. Stell mir mal mit Static vor, ich würde den picken, weil dann wäre der ein Utility-Mon für mich. Aber das Problem ist, ich habe mal gekalkt, du musst den schon sehr gut in der Defensive HP investieren, dass der nicht getootet wird. Weil der hat doch nicht viel schlechtere Stats als Talonflame, oder? Nee. Defensiv. Nee.
Nee. Also so. Also ich wollte den so häufig als Utility-Mon bringen, wo ich den damals hatte, aber der hat halt. Das Problem ist halt wirklich, diese. Gibt den Grasnod und der hat nicht mehr die Probleme gegen hier Morlord und so. Ah, der hat schon nochmal bis dort, der hat schon nochmal jeden Stat 10 schlechter als Cell and Flame. Ich glaube 60 und 70 ist halt nochmal ein riesen Unterschied. Ja, ja. Wenn du sagst 110 schon arg, und 100, okay. Das ist nicht so krass wie halt bei 60 und 70, weil 60 ist halt schon. Ich meine, der ist halt offensiv besser, aber. Ja. Ja, guck mal, ja. Da ist Monkey Dory wieder. Jurati. Naja. Wo ist Monkey Dory wieder? Ja. Bei Dömsi. Ha. Ob der mir echt gepickt hat, lol. Interesting. Pick mir jetzt einfach Ratschi rein. Irgendwie ist das jetzt die ganze Zeit nur ein Hin- und Her-Switchen bei euch, oder? Ja, es gibt ja auch sonst keine Mons. Das stimmt. Ja, also wie gesagt, Voltran ist cool. Nur im Regen. Gibt den Defog oder so, dass er mehr Utility hat, aber Rocky hat Rocky-Sachen gemacht. Ich glaube, da muss man nicht. Ich meine, der hat halt einfach seinen Rain gut ausgespielt und Toxicroak hat am Ende mir noch Bugge gefackelt, vermutlich gewonnen. Deswegen. Ist halt cool. Der Glück ist aber auch so gut im Rain. Bishop hat mich ein bisschen verwirrt und Gengar, dass die beide so wenig nur kamen, weil ich fand die eigentlich echt cool. Gengar so als Picks. Aber gut. Bishop ist halt extrem, also nicht extrem, aber es nervt ihn halt schon, dass er sein bester Step Night Slash bzw. Iron Man ist. Ja, gut, und du musst auch mit bedenken, dass Rocky nicht der größte Gengar-Fan ist. Ja, okay, Rocky, das wusste ich nicht. Rocky ist der größte Gengar-Fan. Du hast halt was anderes gesagt. Zumindest. Ich hätte gedacht, er war der größte Gengar-Fan, weil ich kann mich noch erinnern, wo ich mit Gengar gegen ihn gespielt habe, hat er den hochgehypt. Ich weiß es nicht. Also ich weiß beides nicht. Gesagt hat, yo, der macht zwar nichts bei mir, aber ich pick mir Gengar. Irgendwie los. Ja. Er hat ja recht. Vielleicht findet er den auch gut. Nur hat ja recht gehabt. Hat ja recht gehabt. Ja. Nee, aber so, Manaphy kam auch nur Helme, das hat mich ein bisschen gefickt, aber. Ja. Sonst was mich halt erstaunt hat, ist noch wieder dieses Tentera. Ja, der ist cool. Tentera ist ziemlich gut, glaube ich, im D. Ein bisschen Sleeper halt. Bei ihm kann man halt sagen, seine Offensiv, er musste halt Kilowattle ziemlich oft offensiv bringen. War Batzi, war der Pelle bei Maskav gespielt hat, oder war das Rocky? Nee, bei Batzi hat Scarf gespielt. Okay, ja, musste halt Voltrian kommen, weil Manaphy mal defensiv kam. Dann waren es halt irgendwie Voltrian Asu, die hauptsächlich das Main-Offensive bei ihm machen mussten. Der Toxicroak halt mal. Ja, genau. Haben die aber auch gemacht. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, er ist Zweiter geworden. Ja, ja. Hat ja immer noch eine gute Season gespielt. Ich meine, 7-2 wegen Differenz, nicht Erster, das ist schon stark. Halt. Sehr, sehr stark. Geht, glaube ich, auch wieder als Favorit in die Playoffs rein. Ja. Ja, würde ich definitiv sagen, dass er mit Aaron würde ich diesmal als Favorit reingehen lassen. Ja. Also auch schon die Namen, die wir da am Anfang hatten. Gren verkackt auch. Also ich würde Gren noch als Favoriten mitzählen. Ja, ich habe eh das Gefühl, dass es eine Gren-Season wird, aber... Ja, kann ich mir aber nicht vorstellen. Wenn ich jetzt auch nicht unterschätzen würde, wäre KLN. Ich hab ja, ja. Das ist richtig. Ja. Aber... Gute Überleitung. Gute Überleitung. Ja. Hier bist du KLN. Hat mich persönlich überrascht, dass er so gut performt hat. Ja. Ich dachte mir schon, dass er gut performt, so. Ich bin wieder bei den falschen Kadern, perfekt. ich dachte mir schon, dass er gut performen wird. Aber so gut hat mich dann doch ein bisschen gewundert. Also, ist eigentlich genau, finde ich, das eingetreten, was wir gesagt haben. Es ist halt ein solider Spieler, der wenig bis gar keine Fehler macht. Mit einem extrem guten Kader. Mit einem Kader, den ihr mir immer mehr verkauft habt. Und ich finde den Kader mittlerweile auch echt richtig cool. Also so. Und das sieht man einfach daran, dass der Kader gut war, weil jedes Mon mal gut mitkam. Aber jedes Mon, wenn ich hier so gucke, mindestens 3 Einsätze. Und das zeugt ja einfach immer davon, dass der Kader... Ja, klar, aber... Das ist Dämon so. Aber das zeugt ja eigentlich immer schon... Der hat auch 3. Aber Gaganacke ist halt, seitdem man merkt, wie man gegen den spielt, immer so... Ja, ja, klar. Forstig dazu, Covered Cloak zu bringen oder Pixie, keine Ahnung. Ja. Und das war es dann auch wieder. Wobei ich auch den in dem Team schon wieder gar nicht so schlecht fand. Ja. Und noch eine Aussage, für die ich gebannt werde. Geil, Alter. Und ich muss schon sagen, also ich glaube auch, also mich überrascht es auch, dass er Erster geworden ist, aber ich glaube, also ich finde halt von der Season, die er gespielt hat, das überrascht mich jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall. 2, 6, 3, das ist eh so das, was ich mit dem ich gerechnet habe, dass er dass er gegangen wird. Ich meine, es ist eh einfach die Überraschung, dass Rocky in der SPL nicht mal jedes Game gewonnen hat. Das ist halt eine Anomalie, passiert nicht immer.
Hätte auch fast gegen Hexagon wieder verloren. Ja, also das ist krass, dass, dass Rogi plötzlich, ich weiß nicht, einfach plötzlich nicht mehr jedes Game gewinnt. Und er gewinnt nur noch zu 90% der Games. Nee, aber nee, ich fand King Lord Nicholas einfach allgemein, ist einfach ein guter, ist einfach solide, hat Lucara eigentlich eh schon das meiste gesagt, aber ja. Ich meine, er hat einfach, finde ich, auch eine richtig große Entwicklung gemacht. Also, wenn man sich das nochmal zurückgönnt an Season 9, was wirklich zum Teil nicht so gut gespielt hat, war, und da war er dann halt mit Ach und Krach, er ist ja in diese Meisterrunde reingekommen negativen Stand und hat auch dort, hat sich zwar Mühe gegeben, habe ich das Gefühl, noch den einen oder anderen Punkte wegzunehmen, aber die Games waren schon ab und zu sehr harte Kosten, war halt wirklich nicht so gut. Der Kader ist aber auch jetzt viel besser wieder. So, ja, natürlich, der Kader ist auch besser und auch allgemein finde ich, dass er sich seit so September, was ich so verfolge, in Ligen einfach extrem verbessert hat. Eigentlich wahrscheinlich über den Sommer, gehe ich davon aus. Also WOCP war ja das auch die letzte Season sehr, sehr gut. Und ja, also ich finde auch, man sieht einfach einen großen Entwicklungsschritt so von halt nur so halb solide und halt nicht immer, dass halt nicht immer genau weiß, was er macht, weil er ist halt sehr, sehr genau, wie er Sachen zu spielen hat. Und war es jetzt halt wahrscheinlich die höchste Wahrscheinlichkeit für ihn, ist, das Game zu gewinnen. Ja, genau. Deswegen, ich hatte auch sehr viel Spaß beim Game gegen ihn, muss ich sagen. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass ich da am Ende halt so geworfen habe, aber wir hatten ein sehr, sehr cooles Game, was wir da gespielt haben, also muss ich schon sagen. Gut, mal anschauen. Außer, dass ich dich eigentlich nur häufig angeschrien hätte mit Wiesbitz doch. Wieso? Aber ja. WCP hatte ich mit ihm auch ein gutes Game, das war auch sehr, sehr eng. Also und Fiaro als Topkiller finde ich sehr, sehr cool. Ja, wir hatten ja allgemein, Fiaro ist ja eh geil. Ja, Fiaro ist der Goat. Das ist mal den Unterschied zwischen Kyle und ich glaube Pana war. Ja, der Fiaro-Kult muss leben. Ja, der Fiaro-Kult muss leben. Der Typ ist, also Fiaro ist einfach ein gutes Thema, wenn man den richtig benutzt. Ich meine, Topkiller ist dann halt schon ein bisschen so Overperformance, aber man hat allgemein das Gefühl, diese Saison mit den Killers, mit den Top-Killers, das ist teilweise alles sehr viel, weil man da durchgeht. Blitzer, Voltrean, jetzt Fiaro, auch Iron Threads ist ja nicht das Mon, was Donnersichel ist auch wild eigentlich. Donnersichel auch, ja, also es ist schon hart. Voltrean. Voltrean, das ist, hab ich eh schon geredet, glaube ich gesagt. Genau. Es ist halt schon krass crazy, wenn man sich das überlegt. Aber ja, der war auch immer sehr, sehr gut bei ihm. Ich meine, ich fand halt auch zum Beispiel Galas Lowking, Gliscor, dieser Core, der hat auch eigentlich wirklich gut Work gemacht. Ich fand Eisen hat auch ganz cool bei ihm, obwohl ich das ja auch an und für sich jetzt nicht das geilste Esmon finde, aber der hat auch immer ganz gut Work gemacht. Ja, war eigentlich ganz cool. Auch selbst Royal. Selbst Royal war ganz okay. Obwohl, nein, eigentlich war Royal schon eigentlich echt nicht okay, aber. Royal ist nicht okay. Ja. Royal ist der Imposter. Leider hat er jetzt wieder Triple Exe bekommen. Niklas ist auch der Spieler, ich meine, Guerin hat noch nicht fertig ausgewertet, deswegen ist es nicht so aussagekräftig. Aber aktuell hat Niklas die meisten Buggle-Fackel-Punkte. Ich glaube, ich hab potenziell King Tal Endgame ausgewertet und andere Games nicht. Und Rogis nicht, ja. Weil der halt schon Donnerstag, der hat halt Donnerstag schon gespielt. Ja, sehen wir dann noch. Leider jetzt noch nicht. Gut, ich wollte noch kurz einmal auf unsere Predictions eingehen. Mach das. Und zwar am besten diese Konf getippt. Das war doch die Eiskaskaden-Konf, richtig? Ja. Gren hat am besten getippt. Wow. hat erstmal alle Playoffs-Teilnehmer richtig getippt. Mhm. Alle vier. Also es sind ja allein schon mal 4 Punkte. Noah auf die 4 richtig. Blixer auf die 5 richtig. Rudi auf die 6 richtig. Ja, und das war's. Also von Und dann halt da unten alles ein bisschen durchgeschaffelt. Da war jetzt kein schlechter Tipp dabei, wirklich. Wie hatte ich auf der 10? Stimmt, Fangler hatte ich ja nicht. Du hast Xardu auf der 10 gehabt. Xardu, ja. Ich glaube, die hatten eh alle wahrscheinlich. Nee, ja. Shadow hat Pogandis auf der 10 gehabt, aber Manly, weil er ihn nicht kennt. War auch kein schlechter Take, eigentlich. Nö. Der wäre dort auch gelandet, wenn du Karl mich eigentlich. Ja, eigentlich ist Shadow Sieger der Herr. Ja, dann hätte halt Shadow. Aber wenn Pokegantis letzter wird, dann rutschen ja alle einen Platz hoch. Und ja, im Endeffekt. Nee, dann kriegt Shadow nämlich sogar noch Bäumchenpunkte, wenn ich das gerade so sehe. Naja, es. Nee, das ändert ja nichts. Ändert nichts, nur Xardu und Franklin rutschen hoch. What the fuck? Ja, warte mal. Ich hab gesoffen. Nee, alles gut.
Ändert nichts. Ändert nichts. Nee, Shadow hat 6 Punkte geholt, ist auf dem zweiten Platz beim Tippen. Wow. Hier sticht vor allem aber der Rudi auf 1 Tipp raus. Ja, klar. Das ist ein bisschen Rudi belief. Aber du hast wieder in ihn. Du hast auch 3 Playoffs-Teilnehmer richtig mit Rocky, Aaron, Noah und die halt auch alle richtig getippt von der Platzierung. Ich bin so gut. Und das war es dann halt aber auch, was du richtig getippt hast. Flixer auf 9 ist halt noch ein bisschen auffälliger, aber hast du auch mehr gemacht, weil ja, du gut, nicht kanntest. Ja gut, das lag halt daran, weil ich ihn nicht kannte. Ansonsten auch alles so ein bisschen durchgeschaffelt und Schenkel und ich sind halt die Loser. Ja. Haben beide 5 richtig. Ihr? Wir teilen, ja. Haben beide 5 richtig. Playoffs-Teilnehmer habe ich 3 richtig. Franklin 3 richtig. Rocky, Aaron, Noah. Und ich habe Aaron, Rocky, Noah. Da die gleichen. Ja. Genau, ja. Sonst was hat Franklin richtig. Franklin hat Bäumchen auf der 7 richtig. Rudi auf der 6 richtig. Ja, das war's. Ja. Ja. Okay. Und ich hab richtig... Was habe ich richtig? Noah auf der 4 habe ich richtig, Rocky auf der 2 habe ich richtig. Sind 4 Punkte. Ja, und noch ein Playoffs-Teilnehmer sind 5. Ah, stimmt, ja. Was wir festhalten können, wir sollten ein SPL-Typico einführen. Ja, wir sollten auch eine bessere Möglichkeit rausfinden, um das zu rechnen, weil ich war ein bisschen überfordert vorhin. Ich habe es nur auf die Schnelle gemacht. Bengeln war jetzt natürlich auch in der Liga drin, deswegen. Ja, ja. Alles bisschen raus. Wir haben Bengeln auch alle höher getippt, nochmal als 10, aber. Trotzdem. Gut. Dann sind wir so weit fertig mit den Tabellen. Playoffs-Begegnungen können wir einmal kurz drüber gehen, wenn ihr das möchtet. Ich glaube, Killiste wollt ihr euch nicht angucken, oder? Nee, Killiste hab ich schon auch eingeblendet. Ja, haben wir auch schon, also wir haben ja auch schon so drüber geredet, über Donnersiegel, genau. Ich habe ja erwähnt, wie gesagt, diese unorthodoxen Killer haben wir eigentlich alle schon angesprochen. Lutscher kann man ja auch nochmal erwähnen. Ich gebe euch allen nochmal, mein Plan war jetzt, dass ich euch einen Quickfire gebe. Okay. Gren oder Noah, wer hol's? Gren. Okay, ich sag auch Gren. Du darfst dich nicht melden, gut. Rocky, Batzi? Rocky. Batzi. Ich sag auch Batzi. Oh nein, Batzi schlägt mich sonst. Ich sag auch Batzi. Oh. Weil, Aaron Dömsi? Aaron. Dömsi. Ich glaube an Aaron. Ich Aaron. Was ist das für eine Frage? Wenn Dömsi da schafft, dann... Ich denk auch Aaron, hoff aber Dömsi. Aber nein. Ich muss ja mein minimal... Roy meinte, das war nur so ein Take in die Luft geschossen. Nein, ich muss ja weiter unterstützen. Ja, nee, also wenn Aaron verliert, ist er deutsche Mbappé. Das stimmt. Okay. Und Niklas Shadow. Niklas. Sorry. Shadow, du darfst nicht, wenn ich selber tippe oder vor allem gegen dich. Das ist ja voll. Erstmal lässt sich das voll schlecht darstellen. Und zweitens. Keine Ahnung. Nee, Shadow. Shadow macht. Also jetzt macht es ja okay. Shadow wirklich, weil ich ja King of Niklas getippt hat, der versteht die Logik. Ja, genau. Und wer gewinnt die komplette Season? Einer von euch jeder? Hot Take Aaron. Darf ich? So ich heiß finde ich jetzt Aaron gar nicht. Aaron, boah, war es noch heiß. Nein. So wie Rogi, der geil. Also ich hätte ja sonst gesagt Rogi, aber... Nein, ich will, also jeder will halt nicht Rogi nennen, deswegen... Okay. Ich sage, ich bin gerade zwischen zwei Leuten, wo ich es am Anfang nie gesagt hätte, dass ich sie tippen würde. Mhm. Deswegen nehme ich Dömsi. Insane. Ja, Dömsi. Ich sag Gren macht's. Also, wollt ihr wissen, welche zwei ich das waren? Hm? Ihr könnt ja mal raten. Ihr werdet zu Dömsi und Shadow. Nein. Dömsi und Batzi. Und Dömsi. Nein, das war gerade in meinem Kopf Gren und Kyle N. Ah, okay. Ja. Ich sag Gren macht's. Ja. Ich geh auf Batzi. Okay. Insane. Nee, eigentlich nicht auf Batzi, es ist SPL. Das ist Quatsch, Rogi gewinnt. Auch ich wollte gerade sagen, du hast gesagt, dein Zitat war, Batzi spielt mit Gewichten angehängt. Genau. Das ist aber wirklich so. Kannst du mir nicht erzählen, ja, haben wir noch irgendwelche dummen Zitate? Ende aus. Nö. Wahrscheinlich mit Rogi einfach. Nee, hab ich nicht, aber ja, Rogi wäre langweilig. Nee, ich bin mal gespannt, wie die Switches aussehen dann noch weiter. Wir sind jetzt gerade in Runde 3, glaube ich, oder 2. Knuddeluff raus, Horeaba in. Ach du Scheiße. Und ja. Shadow ist jetzt auch dran, das heißt, wir beenden schleunigst den Podcast, dass du dir darüber Gedanken machen kannst.
Wir machen noch nach den Playoffs eine Folge, die wird ein bisschen kürzer sein. Das war jetzt die letzte längere Ausgabe nochmal, die ging jetzt seit 2 Stunden. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns dann nach den Playoffs nochmal zu einem Playoff-Sieg von Gren, weil ich es gesagt habe. Geil. Nein. Heya BVB. Heya BVB. Gut. Ciao, ciao. Bye.